So, und damit sage ich herzlich willkommen, Bauri. Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Sendung mit dir. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, es ist wieder Freitagabend und heute haben wir nur 2 Stunden angesetzt, weil halt ja danach dann das Programm auch noch aktiv weitergeht. Und dann nutzen wir halt eben einfach 2 Stunden, um lustige Dinge durch unsere Köpfe gehen zu lassen. Ja, Ich ganz so hatte mir schlimm ist es ja heute. nicht. Lieber Bauchi, wenn ich dich mal unterbrechen darf. Überhaupt gar nicht. Es ist überhaupt gar nicht schlimm. Also es ist, Gut, mir kommt es gut. heute sogar ein wenig gelegen, weil liegen im Moment mein Ding ist. Also ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, dass ich mir die Füße ein wenig verbrannt habe. Und ja, das hat mich jetzt, also die sehen schon wesentlich besser aus als vor einer Woche, aber sie heilen halt noch und ich habe die Woche dann ziemlich viel auf dem Sofa verbracht. So auch heute und so habe ich mir dann gedacht, also es ist halt, ne, sie fühlen sich so viel besser an, wenn sie hoch liegen und wenn ich sie dann runter tue und versuche aufzustehen, dann schießt das Blut da rein und pumpt wieder alles und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, machen wir heute mal einfach so ein bisschen in Richtung Chill mit mir. Meine YouTube-Zuschauer kennen das schon. Da wird einfach nur ein bisschen Brainstorming gemacht. Hier, ich drücke mal auf die andere Taste, geht einfacher. Ja, und es gibt so ein paar Sachen zu erzählen. Es ist einiges passiert seit letzter Woche. Ja, warte noch mal, Marcel, ich wollte dich ja unterbrechen, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Weil Ja, gerade erfolgreich geschehen. Hau rein. nach 22 Uhr werden wir natürlich umziehen. Das heißt, wir gehen dann in den Talkraum und ab 22 Uhr ist der Talkraum für den Nachtalk reserviert. Sodass also dann wir nur das Studio räumen und wir dann schon das Gespräch langsam ausklingen können, ne? Bangarang, machen wir das. Ja, prima. Also, ne, vor allen Dingen bisschen überleiten vielleicht sogar noch. Da kannst du mir dann bei helfen, weil es besser, worum es dann in der nächsten Sendung geht. Ich habe da leider nicht so richtig viel mitbekommen. Also bei mir geht es halt vor allen Dingen gerade im Moment sehr um diese ganze Geschichte, die um diese Geschichte von Nathan passiert. Also erstmal bedanke ich mich für 3000 Reads auf Skript in der ersten Woche, seitdem ich das hochgeladen habe. Und das ist ja nur die popelige Manuskriptversion mit 77 DIN A4 Seiten. Und ich finde halt eben vor allen Dingen die Resonanz überwältigend. Also ich hatte ja schon mit großer Begeisterung dieses Buch geschrieben, aber ich hätte halt bei weitem nicht mit dem Ansturm an Begeisterung gerechnet, der mir da gerade jetzt so zurückschlägt. Und den Aktivismus, der dadurch tatsächlich entsteht. Und so ist halt gestern was passiert. Es ist eine Gruppe entstanden im Facebook, die heißt Agenda 2020. Und in dieser Gruppe geht es darum, ein Spiel zu spielen. Also dieses Agenda 2020 ist quasi ein Online-Spiel, in dem es darum geht, herauszufinden, was passiert, wenn man das, was da in dem Buch steht, umsetzt. Ja, und das sind jetzt inzwischen, also sind jetzt hier so 36 Stunden besteht die Gruppe ungefähr und wir sind schon 130 Leute, interessierte Leute. Das ist auch wichtig in dieser Gruppe, wenn ihr die nutzt, bitte achtet darauf, nicht einfach wahllos Leute reinzuziehen, die ja eventuell noch überhaupt gar nicht wissen, worum es geht. Es geht bei dieser Gruppe nicht darum, möglichst groß zu sein, möglichst viele Menschen drin zu haben, sondern vor allen Dingen darum, möglichst viele interessierte Leute an dieser Projektumsetzung darin zu haben, mit der man dann halt eben arbeiten kann. Und
Ja, da besteht jetzt tatsächlich die reale Möglichkeit, diese Dinge anzugehen, anzufassen und da eine Plattform zu schaffen zum ebenseitigen Austausch, was schon jetzt irgendwie super geil funktioniert. Und das Ganze halt eben mit einer gewissen Sprachkultur, die es dann auch möglich macht, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Danke für den Krankenwagen, der gerade im Hintergrund die Wichtigkeit meiner Worte und die Richtigkeit meiner Worte bestätigt. Und ja, da ist halt einiges im Gange. Und mich würde es, weil es einfach gerade so wahnsinnig aufregend ist und so wahnsinnig interessant, und selbst wenn ich mich in der letzten Woche um irgendwas anderes hätte kümmern wollen, es wäre gar nicht die Zeit dazu geblieben, weil ich tatsächlich auch alle Hände voll den ganzen Tag zu tun hatte mit meiner Tastatur, um diese Dinge, die da gerade dann durch das Buch halt eben aufgeschlagen werden, halt eben in irgendeiner Form entgegenzunehmen und zu gucken, was man daraus macht. Und eigentlich zeigt sich daraus eigentlich, dass das sehr, sehr leicht ist alles. Die Gruppe stand noch keine Stunde, da hat der Finn sich schon gemeldet und sagte, ich würde gerne Administrator werden und mich darum kümmern, dass hier alles vernünftig läuft. Ja, ich sage herzlichen Glückwunsch, wenn du dich für sowas interessierst, dann wirst du das so mit Begeisterung machen können. Tob dich aus. Wenn du irgendwelche Fragen hast, meldest du dich einfach oder stellst du laut. Und ja, es ist halt mächtig was im Gange gerade. Und hier haben wir eine Möglichkeit, das halt auch wirklich zu sehen und uns auf die zu konzentrieren, die gerade mit Änderungen beschäftigt sind und mit der Umsetzung von Möglichkeiten und eben nicht mehr damit beschäftigt sind, auf die Bösen zu zeigen und die Schuldigen zu definieren und letztendlich dadurch halt immer wieder auch willentlich, wenn auch unbewusst, jeden Tag die Macht über sich selber auf ein neues abzugeben und so halt eben den Freiraum für einen ganzen Haufen Mist zu schaffen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es unter meinen Zuhörern heute Abend welche gäbe, die Lust haben, hier auch einfach mal was dazu zu sagen. Ich habe gestern Abend noch mit dem Thomas vom Aigiland, also mit dem Aigi telefoniert über Skype. Und da haben wir auf jeden Fall sind wir schon mal so weit gekommen, dass er jetzt auch seinen OkiTalk installiert hat. Vielleicht meldet er sich heute Abend auch noch, weil im Buch ist ja auch über das Aigiland geschrieben worden. Und so möchte ich dem Thomas natürlich und uns allen hier die Möglichkeit geben, uns das Aigiland mal ein wenig genauer anzuschauen. Und das am besten halt eben aus der Perspektive, in dessen Kopf es entsprungen ist. Und es gibt Gründe, warum ja, das auch in dem Buch aufgetaucht ist. Weil da finde ich halt eben vor allen Dingen Lösungsansätze, die dafür sorgen, dass erstmal eine Basis für ein gemeinschaftliches Miteinander geschaffen ist. Und zwar halt eben schon in der Umsetzung, auch wenn es halt eben zu Aigiland keinerlei Dokumente gibt, die bestätigen, dass das real existieren würde. Aber da kommen wir langsam hinter, dass alles in unseren Köpfen real wird und Deutschland auch und Österreich nur real sind in den Köpfen, in denen es für real gehalten wird. Also ich bin halt ein lebender Beweis dafür, wenigstens für mich. Andere Leute können mir leider nicht so sehr in den Kopf reingucken, dass sie sehen könnten, wie Deutschland und Österreich und all die anderen Länder für mich nicht existieren. Ja, aber das sind halt eben genau diese Sichtweisen, die uns hier gerade sehr helfen. Und über solche Sichtweisen möchte ich halt auch sehr gerne mit euch reden und über das Online-Gaming und wie man das machen kann. Und ja, da würde ich gerne einen Austausch drüber führen und diese Sendung, gerade weil es mich selber brennend interessiert. Vor allem, was ihr da so alles zu denkt, würde ich darüber gerne heute einfach ein bisschen mit euch quatschen.
Hat irgendjemand... Ja, wenn dir was durch den Kopf geht, darfst du das natürlich auch sagen, ne? Ja, dann, wenn du dann mal die Taste loslässt, dann kann man auch was sagen. Nein, pass auf, mir fällt dazu eins ein. Du hast persönlichen Kontakt zu dem Finn, also zu diesem Administrator? Jawohl. Ja, guck doch mal, dass der nette Kerl einfach mal einen Mumble runterlädt und kommt bei mir tagsüber in der Gemeinschaft vorbei und dann gucken wir uns das mal. Ich habe da so 2, 3 Ideen, das muss ich aber erstmal dann mit, wenn er Administrator ist, mit ihm besprechen, dass wir das auch noch besser in die Öffentlichkeit rausbringen und noch mehr den Menschen zugänglich machen. Ich bin ja auch Moderator und wenn du Ideen gerade hast, dann lass sie raus. Genau hier und jetzt ist der Moment dazu, genau einfach Brainstorming zu machen. Und eigentlich gehe ich fast davon aus, dass der Finn sowieso gerade mithört. Finn, wenn du es hörst, schau doch mal. Also, wenn du Skype hast, kannst du über die OkiTalk-Seite auch über den Skype-Call einfach anrufen. Dann musst du bitte, wenn du verbunden bist, was sagen, damit wir das sehen. Ja, Moment, stopp. Ich muss erst mal gucken, ob der Skype von heute frei ist, weil ich sehe es nicht. Ah, okay. Und ansonsten halt eben auf dem Rechner beim Windows-Rechner einfach die Portable-Version runterladen. Da ist im Prinzip schon alles eingestellt. Kurz installieren, ich glaube, ein oder zweimal auf OK drücken. Und dann ist man drin. Und dann ist das normalerweise so, dass der Admin 066 sich um einen kümmert und kurz die ganzen, alles hier ne, macht, was man machen muss, damit man hier mitreden kann. Nö, es ist halt ein bisschen anders. Läuft ein bisschen anders? Ja. Also so hatte ich es mitbekommen. Dann erklär uns das mal. Einfach sobald einer sich halt über die Homepage von OkiTalk mit dem Skype-Phone in Verbindung setzt, das heißt sein Skype mit OkiTalk verbindet, was automatisch passiert, wenn er den Button klickt. Einfach dann, wenn er merkt, dass er verbunden ist, sich einfach kenntlich machen. Hallo, hallo, hallo. Wir haben das Skype-Phone direkt bei uns, Bauchi. Skype-Phone funktioniert also? Ja, super geil. Ansonsten, nein. Ich war schon einen Schritt weiter und hatte gesagt, wenn das Skype-Phone nicht funktioniert gerade, dann halt einfach die Portable-Version oder die entsprechende vom entsprechenden Betriebssystem runterladen, kurz installieren, da das eingeben, was auf der Download-Seite angegeben ist und dann gucken, wie es weitergeht. Ihr seid dann relativ schnell hier drin und könnt, wenn ihr möchtet, dann hier auch über OkiTalk mitreden. Ja, ne? Schauen wir mal. Nein, worum es mir geht, ist, vielleicht können wir das ganze Jahr mit OkiTalk begleiten. Hallo. Ah, da ist schon jemand im Skype-Telefon. Wer ist denn da? Ja, klasse. Ja, hier ist das Skype-Telefon. Hier ist der Klaus. Hallo. Hallo Klaus, du testest gerade, richtig? Ja, das ist funktioniert. Einfach habe ich Hallo gesagt und dann war ich bei euch. Ja, schön. Ja, perfekt. Also wer mitreden möchte und gerne seine Eindrücke wiedergeben möchte, nachdem er dieses Buch gelesen hat, wäre ich sehr froh drum, wenn das nicht nur bei mir im Postfach landet, sondern einfach hier auch mal an alle rausgeht. Weil ich glaube, das inspiriert dann andere auch sehr dazu, zu sagen, was man denkt. Und das ist letztendlich der Haupttenor, unter dem meine Sendungen gerade ganz im Speziellen laufen, wo es halt eben geübt werden soll. Genau, so zu sprechen, genau, dass jeder sagen kann, was er denkt. Ohne dafür Angst haben zu müssen, von irgendwem dann angegriffen zu werden oder sonst irgendwas. Alles steht im Raum, jeder kann sagen, was er möchte und keiner braucht auf irgendwas einzugehen, was ihm nicht gefällt. Aber wenn wir uns alle darauf konzentrieren, was uns im Einzelnen halt eben taugt, dann können wir das völlig kostenlos und ohne weiteres mit in den Rest unseres Lebens nehmen. Aber wie gesagt, es ist halt nicht umsonst, ne? Ja. Also umsonst ist immer, ne, kostenlos. Also umsonst ist eigentlich nichts. Nee, schon klar.
Aber wie gesagt, mich würde es halt interessieren, ob man das Ganze, was da auf Facebook begleitet, vielleicht hier auch über OkiTalk mit begleiten kann. Dass man da das auch zur Thematik macht und sich regelmäßig über das unterhält, was passiert oder nicht passiert. Genau. Oder würde mich da auch bereit erklären, da den Grundstein für zu legen. Ich darf ja gerne weitermachen oder ich mache so lange weiter, bis jemand da ist, der es machen möchte. Kein Problem und kein Akt, dass sowas auch hier von OkiTalk aus mitbetreut wird. Ja, mega geil. Dann lass uns doch da gerade mal drüber reden, weil das ist quasi auch etwas, was im Buch steht, als etwas, was demnächst passieren wird. Und dann sind deine Gedanken, glaube ich, für alle die, die das Buch gerade gelesen haben, eine sehr, sehr wertvolle Erweiterung zu dem, was nicht im Buch gestanden hat, nämlich hier gerade live erlebt werden kann. Bitte sag doch mal, konkretisier mal deine Ideen, wie man OkiTalk und die Agenda 2020 mit allem, was daran angeknüpft ist. Also die Wertschätzler, die da gerade jetzt auch alle quasi das mit aufbauen eigentlich. Ich habe gedacht, die Gruppen treffen sich, so stand es irgendwie im Buch, aber irgendwie ist es halt, es ist schon alles eins und es geht alles irgendwie noch viel schneller, als es im Buch ist ja, dass in 5 Jahren soll die Welt sich in ein Paradies verwandelt haben. Und dann kann es irgendwie kaum einer glauben, weil wie will man das in 5 Jahren machen? Das Buch macht es möglich, sich das vorzustellen. Und wenn man dann jetzt sieht, wie schnell gerade alles, megamäßig schnell alles quasi wie von allein geht, da nimmt es mir fast den Atem. Aber bitte, erzähl du mal, weil das ist nämlich genau das, was wir haben wollen. Natürlich, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben auf der einen Seite, kann ich gerne einen kleinen Raum einrichten, wo man, ich sag mal, sich live trifft, was vielleicht auf YouTube nicht ganz so live möglich ist, wie das hier möglich ist. Zum anderen, ja, wie so ein Workshop, wie so eine Work-Gemeinschaft, wie ein Teamwork, wo man sich besser absprechen kann oder wo man sich live besser absprechen kann oder wo man sich treffen kann noch. Um noch besser zu kommunizieren. Also quasi so, wie man früher den Teamspeak-Raum hatte für irgendwas, wo man sich, egal was man jetzt für ein gemeinsames Interesse hatte, dann getroffen hat. So. Und quasi auch den ganzen Tag, ohne dass das jetzt eine Radiosendung ist, aber quasi den ganzen Tag einen Raum hat, wo man quasi mit den Leuten quatschen kann. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, richtig. Das ist das eine. Zum nächsten sind natürlich regelmäßige Sendungen möglich, wo man einfach die Sachen auch mal nach außen trägt, was passiert. Denn es gibt ja auch sehr viele Menschen, die Facebook nicht annehmen oder meiden oder kann man gut verstehen. Einige wollen das eben nicht, was da bei Facebook passiert. Aber dann hätten auch andere Menschen die Möglichkeit, die jetzt nicht auf Facebook sind, daran teilzuhaben. Und man könnte die Thematik so doch im größeren Kreis an Menschen zugänglich machen, ne? Das ist, dass man da die Kommunikation zu den Menschen auch sucht, ne? Und die anbietet. Ja, das bringt mich quasi gerade auch auf konstruktive Ideen, wie man das alles miteinander verknüpfen könnte. Sehr schön. Weil wenn wir nämlich so einen Raum haben, du hast vollkommen recht, nicht nur für die Facebook-Gruppe, sondern dann den OkiTalk-Raum zum Projekt Agenda 2020. Und dann gibt es vielleicht demnächst auch noch einen YouTube-Kanal Agenda 2020 oder You Know irgendwas. Oder YouTube oder halt hier Google kann man auch solche Interessenräume starten, ne? Dass man das wirklich ausweitet auf sämtliche Netzwerke, die sie so haben. Ja, aber einen eigenen OkiTalk-Raum, das wäre auf jeden Fall schon mal saugeil. Ich habe in meiner Gemeinschaft genug Platz und meine Gemeinschaft, du kennst, ist dafür prädestiniert für solche Sachen. Da lässt sich Ja, das genug Köpfe. Wie einfach. lange brauchst du da, um das so einen Raum anzulegen? Und dann 12 gucken wir mal, Sekunden, wer 12 hier Sekunden. vom Publikum sich dann unten schon reinsetzt und nutzt. Naja, das wenn dann nach der Sendung, ne? Aber Alles der klar. Raum ist schnell eingerichtet. Sekunden. Ja, perfekt. Ja, nee, natürlich nach der Sendung, weil sonst sind ja alle im falschen Raum und können das Radio nicht mehr hören. Das ist ganz klar. Aber vielleicht zum Ende der Sendung, vielleicht können wir ja dann
dass den Nachtalk im eigenen Projektraum schon machen. Das und dann hätten wir auf jeden Fall das Gefühl, wir haben was geschaffen heute. Natürlich. Ich mag diesen Action-Aspekt am Radio und Fernsehen. Action-Radio, Action-TV, so wie, hey, wenn euch gefällt, was ihr hier gerade hört oder seht, dann geht doch mal kurz gerade Werbung machen und ladet noch ein paar Leute mehr dazu ein. Mal gucken, was wir, wie viel wir am Ende sein können, die dann schon wieder mehr davon mitbekommen haben. Ja, dafür können wir das alles nutzen hier. Weißt du, die Thematik ist doch bei Orki Talk, frag dein Radio selbst. Oder frag selbst dein Radio. Oder du fragst dein Radio. Ja, und da stand noch was, da stand was im Buch, wo ich mir eigentlich überhaupt gar nicht so sicher war, aber Nathan meinte mir das, erzählte mir das steif und fest. Orki Talk bietet generell schon jedem die Möglichkeit, selber eine Radiosendung anzubieten, oder? Das ist richtig. Man braucht ein paar Tage und man sollte dann erstmal das Orki Talk kennengelernt haben. Man sollte sich hier schon nochmal mit auskennen, sage ich jetzt mal, und auch so ein bisschen den Ablauf und den ganzen Betrieb miterlebt haben. Und dann, wie bei dir ja auch, und dann ist einer aus dem Team begleitet dann denjenigen die ersten Sendungen, bis er das dann alles so richtig auf der Reihe hat. Und das ist für so ziemlich jeden möglich, eine Sendung hier zu machen, der will. Wenn einer kommt und sagt, ich möchte eine Sendung machen, dann wirst du von Seiten Orki Talk ein Nein nur unter sehr wenigen Bedingungen nicht finden. Also nur dann. Ja, und ich kann das genau aus der Perspektive dessen, der gerade selber hier gerade erst anfängt, kein alter Hase ist, sagen, ja, es ist verdammt leicht, also Michael vor allen Dingen hilft mir hier gerade, dass es für mich wirklich verdammt leicht ist, eine Radiosendung zu machen. Und ich muss eigentlich überhaupt gar nichts anderes machen, als die ganze Zeit auf den Knopf drücken und sagen, was mir durch den Kopf geht. Und ja, das ist echt, ich finde das auch voll super, dass du gerade auch noch da bist und das mit und also dass hier gerade so eine Kommunikation auch da ist. Es ist halt für mich auch was anderes gerade, als irgendwie alleine vor einer Kamera zu setzen, um ein Video aufzunehmen, was ich dann hinterher auf YouTube hochlade. Ja gut, deine Sendung laden wir ja auch auf YouTube hoch, ne? Das kommt ja noch dazu. Aber das war vorher das, was ich hatte und das ist jetzt nur der Bonus. Okay. Aber hier ist das eigentlich ganz normal. Wir versuchen ach, natürlich... Entschuldigung, ich musste gerade was von meinem Fuß wegmachen. Oh. Ja, nee, mach das. Ja, ich kann das nachvollziehen, ich kann mir das vorstellen. Ja, das ist ekelig, aber reden wir von was anderem. Du, ich hatte mal, war zwar in dem Fall keine Verbrennung, aber als Sechsjähriger hatte ich mal das Problem, ich bin mit meinem Fahrrad gestürzt. In der Badehose. Bergab. Und das durch Rollsplitt. Ich konnte also bestimmt 2 Wochen lang nur ein Hemd anziehen, was immer offen war, weil es konnte nichts geschlossen sein am Oberkörper. Oder es musste mindestens 2 Nummern größer sein. Es war heftig, es war die Hölle. Und nicht auf Synthetik. Ja. Aber okay, nee, wie gesagt, das mit dem Raum ist kein Problem. Richte gleich einen ein, den nenne ich Agenda 2010. Da müssen wir natürlich die Leute dann noch reinholen und die dann da, reinholen. Ja, Entschuldigung, war jetzt den Gedanken. Ich habe natürlich 2020 gemeint. Das war ein Sprechfehler, aber gedacht habe ich 2020. Und dann müssen wir natürlich da die Leute immer noch reinholen, wer dann in die Agenda rein möchte. Aber da gibt es ja dann auch eine Möglichkeit, das erklären wir dann. Für die dann neu dazukommen und die jetzt dann auf Orki Talk jetzt neu kommen, die werden dann alle dementsprechend eingewiesen. Ja, hier sehe ich gerade im Chat von Ivania eine Frage. Hallo Bauchi, schreibt sie, schätze ich, ne? A am Ende. Sascha ist auch, egal.
Ibania schreibt, hallo Bauchi, kannst du mal genau erklären, was das Game ist und wie es funktioniert? Okay, das lässt sich eigentlich sehr einfach erklären. Es ist ein Spiel, das sich quasi so spielen lässt wie jedes herkömmliche Computergame. Micha, dein Mikro ist noch offen, glaube ich. Hängen geblieben, Entschuldigung. Entschuldigung. Kein Problem. Und es geht bei dem Spiel halt vor allen Dingen darum, es zu spielen, also es spielerisch zu erleben, eben wie es halt eben vor allen Dingen nach Möglichkeit mit vielen anderen Leuten zusammen. Dann macht es richtig Spaß und dann hat man vor allen Dingen die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen und dann nimmt man das dadurch auch sehr viel leichter als ein Spiel wahr. Das Game im Speziellen, also Agenda 2020, ist ein Spiel, was letztendlich aus der Idee entstanden ist, herauszufinden, was denn passiert, wenn man Nathans Anregungen Folge leistet. Wenn man diese Dinge, die da in dem Buch beschrieben sind, also letztendlich hat es eben jemand auf den Nagel, auf den Kopf getroffen, ausgedrückt und hat, haha, ich habe das Tutorial gelesen und bin begeistert. Also im Prinzip ist das Buch eine Einleitung ins Spiel, dass man dann ab dann, wenn man es gelesen hat, eigentlich dann durch diese Möglichkeiten, die sich hier gerade zusammenbasteln, anfangen kann, aktiv jeden Tag mit anderen zu spielen. Und es funktioniert, indem wir dadurch halt eben das wahrnehmen, was nötig ist, wahrzunehmen, um etwas solches überhaupt wahrnehmen zu können. Ist das in irgendeiner Weise für euch genauso logisch wie für mich? Ist das, Ivania, damit erklärt oder fehlt es dir an irgendwas anderem? Frag ruhig gerne weiter, bis alles klar ist. Und wenn derweil gerade nichts kommt, können wir ja einfach nochmal ein Liedchen spielen. Und Michael, wenn du das gerade machen kannst, dann hau doch nochmal, weil ich es immer wieder so schön finde, den Captain Peng mit dem Wer bist dich da rein. Und ihr, die ihr da sitzt, hört ruhig mal auf den Text und wenn ihr es wollt, könnt das auf YouTube immer wieder nochmal hören und sehen. Gibt auch ein tolles Video dazu. Aber der Text ist einfach genial. Ja, wie gesagt, der Bauchi, der Raum ist da, ne? Agenda 2020, YouTube, Room Talk. So geht das. Das ist Action-Radio hier. Geil. Und hier läuft jetzt dein Wunsch, wie gehabt, Band ab. Geil. Idee gehabt und umgesetzt. So geht es. Wie immer. Also Ivania schreibt, das habe ich noch nicht kapiert. Wie stelle ich mir das vor, das Ganze? Ich sitze auf der Couch und in Gedanken lasse ich meine Figur im Spielfeld der Erde rumlaufen. Jein. Also, ich gehe das kurz mal Wort für Wort oder Satz für Satz durch. Das habe ich noch nicht kapiert. Das ist geil. Da haben wir nämlich genau das, wo wir uns ab jetzt drüber freuen können, wenn unsere Verstände etwas nicht kapieren, dass wir uns deswegen nicht unwohl fühlen, sondern interessiert und wissend, dass wenn wir mit etwas beschäftigt sind, was wir noch nicht verstehen, wir es wohl offensichtlich gerade lernen zu verstehen und es dann verstehen können. Deswegen, wie stelle ich mir das vor, das Ganze, wie du weiterschreibst? Mein Tipp? Gar nicht. Stell dir nichts vor. Lass es geschehen und finde raus, wie es für dich ist und lass die anderen daran teilhaben. Es ist ja was Neues. Ne? Also wir machen das Ganze, weil man es so schwer erklären kann, dass man es sich vorstellen kann, weil dann halt eben die praktischen Erfahrungen dazu fehlen, die wir halt eben, indem wir das Spiel spielen, sammeln können. Und dann schreibst du weiter, ich sitze auf der Couch und in Gedanken lasse ich meine Figur im Spielfeld Erde rumlaufen.
Jein, das tust du. Also, du bist nicht dein Körper, der wie auf der Couch sitzt. Du bist in dem Fall als Papa, das All-Eine, das Göttliche in uns, das in der Lage ist, zu beobachten, was durch uns alle passiert. Und in der Identifikation sollst du dich fühlen, als würdest du zu Hause auf dem Sofa sitzen und quasi gerade ein Computerspiel spielen oder ein Xbox oder PlayStation Spiel oder Wii oder wollen wir keinem ungerecht werden hier. Und diese ganzen Konsolen halt, die jetzt alle demnächst out sind, weil die Kopfkonsole einfach viel besser ist. Und die spielst du nämlich tatsächlich und das eben immer schon. Und da verstecken sich diese 95% Unbewusstheit, von denen so viel gesprochen wird, weil wir uns dessen gar nicht mehr bewusst sind, dass wir tatsächlich so etwas tun wie ein Computerspiel spielen. In einer virtuellen Welt, die nicht um uns herum existiert, sondern die wir um uns herum schaffen, aus uns heraus, und die auch immer auf jedem einzelnen Bildschirm genauso aussieht, wie sie aussehen muss für jeden Einzelnen, nämlich gemäß dessen, was er gerade erleben muss. Und das kann man dann halt einfach wieder viel mehr sehen. Du kannst dich aber rein meditativ auch mit deinem Körper auf das Sofa setzen und dann deine Spielfigur, also dein Ego, das, womit du dich ansonsten den Tag über identifizierst, dann sind solche Techniken auch sehr sinnvoll, wenn man halt noch sehr persönlich angreifbar ist und auf alles Mögliche immer eine Seite vertritt, sich mit irgendwas identifiziert. Dadurch, das ist also die Identifikation mit den Dingen, durch die wird eigentlich die Ego-Identifikation sichtbar. Und solange wir da halt noch in einem Status sind, wo sagen wir, sind wir noch nicht so richtig glücklich mit, macht es halt wirklich Sinn, das so zu machen, wie du das auch gerade geschrieben hast, nämlich einfach den Körper aufs physische Sofa zu setzen und einfach mal so Szenen, die mir gerade durch den Kopf gehen, schon ganz von alleine, weil es die Sachen sind immer grundsätzlich, mit denen ich gerade beschäftigt bin und Probleme habe wahrscheinlich in dem Fall und mich unwohl damit fühle, halt wirklich mich abzusetzen und diese ganzen Dinge in mir einfach nochmal durchzuspielen, geschehen zu lassen und es mir dann wirklich anzugucken, wie ich da dann tatsächlich im Spielfeld Erde rumlaufe, ja, aber auf einer anderen Realitätsbasis, auf einer anderen Realitätsebene. Und da kommen wir halt nämlich über diese Spielereien dann nämlich hin, wie das tatsächlich immer schon die ganze Zeit so ist. Wir spielen also wir brauchen das Online-Gaming nicht zu erlernen. Das Online-Gaming ist definiert worden, um zu zeigen, was wir eigentlich die ganze Zeit machen und es sichtbar dadurch zu machen, weil diese wunderschöne Analogie zu einer anderen virtuellen Welt, in der auch alles mittlerweile verdammt real dargestellt werden kann, aber auch nur in zwei Sinnen und bei weitem noch nicht mit der Grafik, wie ich sehe, wenn ich meine Konsole bewusst nutze, nämlich in allem um mich rum, das ist ja gestochen scharf, das ist ja wie echt, ne, könnte man sagen. Ja, und innerhalb dieses Holodecks ist das auch alles echt. Lass mich wissen, ob er das weitergeholfen hat. Wenn nicht, weiterfragen. Und ich schaue mal gerade im Chat, da ist noch ein bisschen was geschrieben worden, ob ich da noch was anderes beantworten kann. Ja, interessante Frage. Von Tankerl. Ah, hier, alles klar. Tankerl, Eevee, ne? Glaube ich. Da fällt mir ein, dass ich unbedingt den Film nochmal sehen muss. Ein paar Takte von Spanien erzählen, von den Menschen, wie sie denken, ob sie aufgewacht sind. Also ich kann vor allen Dingen, kann ich ein paar Takte von Mallorca erzählen, von Spanien außerhalb Mallorcas habe ich nicht viel mitbekommen.
Ich war halt wirklich die 2 Jahre auf der Insel. Ich bin noch nicht mal auf eine der Nachbarinseln gefahren oder sonst irgendwas. Ich war wirklich dann 2 Jahre da jetzt. Und habe halt auch sehr viel mit den Mallorquini zu tun gehabt und war da nicht die ganze Zeit am Ballermann oder so. Sondern habe halt Mallorca kennengelernt. Ne? Am Ballermann war ich mal 4 Tage, das hat nicht gereicht. Das war's. Nee, das braucht's nicht mehr. So, und ab der Touri-Zentren muss ich sagen, kapieren die Mallorquini zumindest gerade langsam, dass sie ein bisschen doof waren in den letzten Jahrzehnten und tatsächlich ihr Land verkauft haben. Und zwar bis auf den letzten Quadratmeter. Mallorca gehört heute eigentlich den Deutschen, den Russen und den Engländern. Und zwar ohne, dass es irgendwelche Kriege oder sonst was hätte geben müssen. Es ist einfach alles übers Geld gegangen. Und so langsam geht den Mallorquini da auch ein Licht auf, aber sie wissen nicht genau, was sie tun sollen. Dadurch entsteht eine Anti-Haltung. Ich habe sehr häufig Graffitis an der Wand geschrieben, gesehen, auf denen stand: Mallorca is not Spain. Also Mallorca ist nicht Spanien. Was von sehr vielen Mallorquini halt auch eben die Sichtweise ist. Das ist so ein bisschen so, musste ich immer so ein bisschen an Bayern denken, die auch immer irgendwie ihre Sonderwurst haben und auch nicht so richtig sich zu Deutschland dazu gezählen, aber dann doch nicht so konsequent sind wie die Österreicher, die das einfach nicht tun. Das wäre halt was, was auf Mallorca gerade eigentlich sich anbieten würde. Also es ist ein auf Mallorca sehr großer Revolutionsgeist zu finden. Die Leute sind doch sehr piratisch. Und das war halt auch mit dem Grund, warum ich da geblieben bin, weil ich da halt auch eben sehr, sehr interessante Inspirationen mitnehmen konnte. Und mir dann auch die ganze Zeit gedacht habe, so, boah, ihr müsstet einfach mal das und das. Und ich mir gedacht habe, Alter, was holst du dir da selber raus? Du musst dir gerade beim Reden zuhören, wenn du anderen so tolle Tipps gibst. Und ja, dann haben sich bei mir halt eben auch wieder einige Sachen ergeben, die bei mir jetzt eine Langeweile auf Eis lagen. Und jetzt läuft mein Leben auf einmal völlig anders, als ich mir das vor einem Monat noch hätte vorstellen können. Das halt zum Teil auch mit diesem Buch zu tun hat, weil seit ich angefangen habe, es zu schreiben, bin ich in diesem Film drin, aus dem ich irgendwie gar nicht mehr rauskommen will. Ich will mich gerade mit nichts anderem beschäftigen als mit dieser Vision. Und also, ne? Weil es halt Spaß macht. So, ne? Und auch um rauszufinden, was passiert, wenn man das tut. Und ob das nicht eventuell tatsächlich einfach ein Schlupfloch ist für uns alle, um uns aus dieser blöden Hölle da rauszubewegen. Da fällt mir noch was total Schönes ein gerade. Das hat zwar jetzt nichts mit Spanien zu tun, sondern was mir gestern. Ich grüße mal gerade die Asra, die mir gestern auf der Terrasse was gesagt hat, was ich bemerkenswert fand. Oder vorgestern hat sie das schon gesagt. Ich würde gern, bevor du die Asra begrüßt, die Tankgirl begrüßen. Die ist nämlich zu uns hochgekommen. Ah, ja, noch viel geiler. Ja, dann lass mich nur kurz erzählen, weil das ist gar keine lange Geschichte. Und dann bin ich frei dafür. Dann freue ich mich sehr darüber, dass sie hochkommt. Was sie Asra mir gesagt hat, war, dass sie zwischendurch sehen kann, wie sie zwischen zwei Wahrnehmungen wechselt. In der einen alles quasi bläh ist und in der anderen juhu. Und sie hatte bemerkt dabei, wie sie selber in den beiden Welten auch nicht die gleiche ist.
Ne, und ich dann auch einfach weitergedacht habe und gesagt, ja klar, das ist ja auch genau das Ding. Wenn du, ne, das sind halt diese Paradiese, diese zwei Diese, ja, das eine kennen wir als den Garten Eden und das andere als die Hölle. Als, ne, wenn man in der Hölle viel ist und vom Paradies redet, dann redet man meistens vom Himmel. Und wenn man im Himmel ist, überwiegend, und dann redet man auf einmal vom Paradies, aber sieht die Hölle. Und wenn ich vom Paradies rede, ist das, wo wir gerade eigentlich alle im Kollektiv gerne raus wollen. Und das ist genau der Punkt. Wir selber sind das. Wir selber sind in den Momenten anders. Achtet mal einfach mit drauf. Beobachtet das mal und guckt, was euch dabei durch den Kopf geht. Wenn es, da würde ich mich gerne auch, weil da finden wir nämlich auch wieder so Anhaltspunkte, wo es, da sieht man einfach mehr durch, denn man sieht mehr Zusammenhänge. Und schaut mal, achtet selber mal drauf, wenn ihr glücklich seid und den Himmel um euch herum habt, wie ihr dann drauf seid und wie ihr drauf seid, eure Gedanken und alles was dazu. Und ob ihr dann auch ein paar Zusammenhänge erkennt. Und das Geile ist, wenn ihr die Zusammenhänge erkennt, könnt ihr automatisch bewusster damit umgehen. Das ist das Tolle am On-Mind-Gaming. Das ist wie wirklich am Computer lernen, spielen, da wieder zu dem zurückzufinden, was wir hier eigentlich machen. So, und jetzt begrüße dich Tank Girl. Schön, dass du da bist. Hallöchen, du aber. Schön, dass du zurück bist und lebendig. Ich war nie weg. Ich habe ja gedacht, du gehst verschollen. Ja, Quatsch. so ein bisschen, ja. Ich habe dringende Fragen. Also mir brennt's auf dem. Freut mich. Wie sehen die, Erzähl. also ich habe mehrere Fragen. Wie sehen die Mallorquini das Politische? Waren da gesprochen? Hast du da vielleicht irgendwelche gehört? Die Weltpolitik angeht, was da für eine Reflexion kommt von den Leuten. Nicht wirklich, weil da eigentlich weder ich noch die anderen Bock drauf hatten. Die haben keinen Bock mehr darauf, das ist deren Einstellung zur Politik. Da muss man dazu sagen, dass die halt, ja, ne, dieser ganze Touristenwahnsinn auf Mallorca hat ja auch erst 1978 angefangen. Das heißt, es gibt noch genügend Mallorquini, die da rumlaufen und sich an völlig andere Zeiten erinnern können. Und die sind einfach zu tranquilo. Die sind zu relaxed, um sich mit dieser Scheiße überhaupt auseinandersetzen zu wollen. Und dann sitzen die da einfach lieber und rauchen sich ihre Porritos und gehen schwimmen und reiten auf ihren Pferden rum und machen und leben das Leben. Die denken da gar nicht so wahnsinnig viel drüber nach, habe ich festgestellt. Zumindest reden sie verdammt wenig drüber, auch in den Spelunken, wenn die dann da sitzen. Hey, die haben andere Themen. Die haben gar, wenn die abends die haben andere Themen. Die haben ihre eigenen Themen. Die unterhalten sich nicht darüber, wo es was im Fernsehen gelaufen ist. Die treffen sich auch anders. In Spanien, und das ist auch ein Unterschied. In Spanien geht man normalerweise, wenn man irgendwie sich mit jemandem trifft, nicht zu dem nach Hause, sondern man trifft sich in den Cafés, wo man automatisch noch wieder mit ganz anderen Leuten zu tun hat. Und dadurch habe ich sehr viel Live-Vernetzung zwischen den Menschen auch gesehen, was einfach durch die Technik heute einfach begünstigt wird. Aber das vor allen Dingen ja da ist, weil das entsprechende Interesse da ist. Und ich habe von den Mallorquini so einiges gelernt, wo ich heute sehr froh darum bin, dass ich das bewusst nutzen kann. Kann ich gut nachvollziehen. Da bin ich jetzt ein bisschen baff. Hab ich jetzt eigentlich gedacht, dass da von der Seite mehr drauf. Estland finden ja auch einige Demos in den Städten statt und Wie gesagt, da haben wir die ja die Bilder auch Peninsula ist gehabt hier. vollständig komplett anders als Mallorca. Also du kannst Mallorca nicht mit was von Spanien vergleichen. Weiß ich auch nur aus der Theorie, kann mir das in der Praxis nicht vorstellen, weil ich, wie gesagt, den Rest von Spanien nicht kenne. Nur so mitbekommen habe, es waren natürlich auch viele Leute auf Mallorca, die nicht von Mallorca kommen. Also ich habe da halt Leute aus der ganzen Welt kennengelernt und mit denen abends am Lagerfeuer gesessen und gechillt und gequatscht und Brainstormings und bla bla.
Und da ist mir eigentlich wirklich auch aufgefallen, dass eigentlich egal, woher die Leute kamen, erstaunlich viele mittlerweile aufgehört haben, sich über die Illuminaten aufzuregen und keine Ahnung, dieses Gegeneinander müssen machen, die wollen nicht mehr. Wir haben das viel mehr genossen, da gesellig beieinander zu sitzen und uns über das Klettern zu unterhalten und Gitarre zu spielen und zu erzählen, was wir über den Tag beim Schnorcheln oder beim Paddeln erlebt haben, als uns auch nur einen Satz über Politik oder den ganzen Quatsch, der da in den Köpfen der Leute da draußen rumspukt, wenn sie vom Fernsehen und deren Themen infiziert sind, die eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielen. Und da haben wir wieder einen sichtbaren Beweis dafür, dass diese Dinge ausschließlich in den Köpfen existieren, indem sie ernst genommen werden. Das ist was, was die Mallorquini anders machen. Die nehmen die Scheiße einfach nicht ernst. Die haben ganz andere Sorgen. Die wissen, dass sie sich selber in die Scheiße geritten haben. Und viele von denen sind arm. Und 13.000 Familien auf diesem 70 mal 100 Kilometer kleinen Fleckchen Erde haben im letzten Jahr ihre Wohnungen oder Häuser verloren, weil die von den Banken gepfändet wurden und sitzen auf der Straße. 120.000 sprechen von 13.000 Familien und 120.000 Finken auf Mallorca stehen derzeit zum Verkauf. Noch Fragen? Die sehen, dass sie Scheiße gebaut haben. Die wissen aber auch im Moment einfach nicht genau, was sie machen sollen. Aber sie wissen, was das Beste ist, was sie tun können. Und das ist ihr Leben leben. Und das tun die. Das fand ich so geil da, dass mich das 2 Jahre da wirklich gebannt, gefesselt, festgehalten hat. Es war einfach so, dass man sich selber lebendig fühlte. Und das eben, weil man sich nicht mit diesem toten Scheiß wie Politik oder Wirtschaft oder sonst irgendwas auseinandersetzt, was dazu designt ist, um für Unwohlsein zu sorgen in uns, was nicht stattfindet, wenn wir uns diese Kacke nicht reinziehen. Deswegen sage ich, ich bin kein Nichtwähler. Für mich, meine Wahl ist längst getroffen. Ich bin König von mir selber. Aber wenn in irgendeinem Land, zu dem ich mich noch nicht mal einem, also ich hätte noch nicht mal in irgendeinem Land eigentlich Wahlrecht, weil ich mich als kein Bürger irgendeines Landes noch sehe. Aber selbst wenn ich irgendwo dann wählen, ganz unabhängig davon, dass meine Wahl sowieso niederstünde, ich würde etwas tun, was für mich völlig absurd ist. Ich würde allen Ernstes meine Stimme in ein Spiel geben, von dem ich weiß, dass andere Leute das für völlig real halten. Und das ist der Grund, warum ich seit Jahren nicht wählen war, um den Leuten zu zeigen, dass das alles Hirngespinste sind. Da müssen wir ansetzen. Guck nicht nach Mallorca, das ist das, worauf ich gerade hinaus will. Guck nicht nach Spanien, guck um die Ecke, guck, was mit den Leuten um dich herum ist und dann frag sie, wann warst du das letzte Mal begeistert? Und allein so eine Frage wird seine Wirkung haben. Immer, weil die, ihr habt alle Inception gesehen und ihr habt alle euch die Frage gestellt, wie man Gedanken pflanzen kann. Der Weg von Inception ist so unsagbar schwer. Ein gut platzierter Satz an der richtigen Stelle hat exakt die gleiche Wirkung. Er lässt einen nicht mehr los. Und sowas sind heilende Gedanken, die auf Hoffnung aufbauen. Das ist eine, wenn wir uns auf Aufklärung besinnen wollen, dann lass uns doch mal endlich nicht über die ganzen Missstände aufklären, diese Scheiße, die einfach dadurch noch mehr Köpfen existieren, sondern lasst uns einfach Austausch betreiben über alles, was möglich ist, unabhängig von all dem, was gerade nicht möglich ist, und da haben wir
finden wir batzenweise jeden Tag zu tun. Da, also da, jeden Tag gibt es so wahnsinnig viel Konstruktives in meinem und nicht nur in meinem. Ich verspreche euch, das ist in jedem Leben so viel. Selbst wenn man im Knast sitzt und nichts als kahle Wände um sich rum hat. Und ich weiß das, weil ich es hatte und die Erfahrung machen durfte. Und ich merkte, ich sitze hier auf unbestimmte Zeit. Ich habe keine Ahnung, wann ich wieder rauskomme. Aber mein Werkzeugkasten ist in meinem Kopf. Und dann habe ich Musik gemacht. Da habe ich getanzt und gepfiffen und habe meine Tai-Chi-Übungen gemacht und habe die Zeit da einfach genossen. Weil mich da niemand von abhalten kann. Und die Politik ist sowas, was dazu da ist, explizit dazu da ist, um uns vom Genießen abzuhalten. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Weil genießende Menschen verdammt schlechte Sklaven sind. Und das ganze System, da sind wir uns alle einig, im Prinzip darauf auf oder darauf ausgerichtet ist, Sklaven zu produzieren, unterhalten und auszuräumen. Ich habe es gesagt. Durch die nächste Frage, dann zieht sich das wahrscheinlich durch alle Altersklassen, ne? Und zwar alle. Und nicht nur Alters, sondern auch sozialen Klassen. Diese Sachen ziehen sich gerade durch alles durch, was ist. Guck genau hin. Du siehst es passieren. Ja, aber hier nicht. Hier habe ich immer das Gefühl, irgendwie es wird zwischen Jung und Alt graben, zwischen Arm und Reich ist ein Graben. Das ist also, ich nehme das auch in letzter Zeit bei uns. Vielleicht liegt es auch an der Gegend, weil ich um Baden-Baden herum mich bewege. Wenn wir eine Einswerdung erleben wollen. Ja, gut, ich will nur sagen, soll ich ja nicht drüber reden. Ja, nee, du sollst über das reden, was in deinem Kopf vorgeht. Vor allen Dingen hat das den Vorteil, dass du selber mal laut hörst, was eigentlich alles in deinem Kopf vorgeht. Aber hör hin, das gehört mit dazu. So, und das, weißt du, das ist alles relativ. Und letztendlich hast du mit allem recht, was du sagst. Immer, dann mach dir das bewusst. Und deswegen würde ich dir einfach, was das angeht, eine andere Sichtweise empfehlen, damit du in der Lage bist, etwas anderes zu sehen. So wie du gerade quasi fast schon vehement gesprochen hast und sagtest, ja hier aber nicht, sage ich, ist auch das nur eine Sichtweise und stelle die Frage, bist du wirklich sicher, dass das die einzige mögliche Realität ist? Und die Antwort auf diese Frage ist grundsätzlich mit Nein zu beantworten, weil mit Ja, versuch mal diese Frage mit Ja zu beantworten und du merkst, wie es sich total bescheuert anfühlt. Wenn du diese Frage so öfters mal stellst, bist du sicher, dass das die einzige Realität ist, die gerade existiert? Allein dadurch, dass du dir die Frage stellst, die deinem Verstand impliziert, ja Moment, dann muss ja noch eine andere mögliche da sein, die auch grundsätzlich immer sichtbar ist, wenn du die entsprechenden Filter auffasst. Wenn du von etwas sagst, das ist nicht möglich, dann wirst du es nicht sehen können. Da muss dann halt schon eine extrem starke Realität neben dir sitzen. So, ne? Und deswegen, jetzt wo du es siehst, machst du dir einfach bewusst, du hast dann entsprechende Brille und durch die Brille sieht es so aus, als wäre das hier nicht so. Nimm die Brille ab und mach das Wort weg und dann sag, dass das hier alles genau so aussieht, wie es aussehen soll. Es ist auf jeden Fall richtig. Und dann öffnest du die Kanäle für die Sichtweisen, durch die du siehst, dass alles richtig ist. Und dann kannst du allem einen Nutzen abgewinnen. Und das wird dir sehr helfen, weil das sehr, sehr viele Bedenken aus deinem eigenen Kopf rausholt. Und du dich dadurch eben viel effektiver wirklich mit dir selber beschäftigen kannst. Und ich weiß, das klingt immer so, so wie Stinkkäse, ne? Aber sollte man mal machen. Das lohnt sich. Es lohnt sich weitaus mehr, sich mit sich selber zu beschäftigen, als mit irgendetwas anderem. Ja, da hast du recht. Das hat sich getan. Wir haben uns ja jetzt 2,5, 3 Jahre gar nicht gesprochen. Wir haben jetzt also mittlerweile ein Grundstück gefunden, nach langem Hin und Her, vor etwa 2 Jahren. Cool. Das haben wir jetzt einigermaßen urbar gemacht, aber es ist noch viel Arbeit. Also wir sind gerade auf dem Weg da
komplett auszusteigen. Und da ist auch meine nächste Frage. Wenn da so viele Obdachlose sind, ja, auf Mallorca, wie schließen die sich zusammen? Wo kommen die unter? Bilden die Kommunen? Gibt es da so autarke Gemeinschaften? Also Weil in Spanien selbst habe ich nicht so viel gefunden. es gibt ein paar besetzte Häuser. Zum Teil hatten wir das ja selber gemacht. Da kam auch eigentlich die Idee mit dem IHR ganz prima an. Also das Intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando, ja, in dessen Rahmen wir dann Häuser nicht mehr besetzt haben, sondern gesichert haben. Und einfach, solange wir da drin, ne, daran gearbeitet haben, auch einfach es genutzt haben als Obdach. Und ja, da sind halt gerade, es ist da einfach was im Wandel. Ja, es wird sich immer mehr vernetzt. Und nein, ich habe keine Ahnung, wie viel davon noch nötig ist, bis das dann für alle sichtbar ist. Aber effektiv, so viel kann ich versprechen, ist es auf jeden Fall schon mal. Und das ist halt eben so genau das, wo wir jetzt gerade einfach aufpassen müssen, dass wir uns nicht selber mit unseren Denkweisen auf dem Weg stehen, die uns die Sichtweise auf das, was passiert, einfach verbaut, beziehungsweise oder halbiert oder sehr einengt, weil ja, es passiert auch ein Haufen Scheiße. Und ja, es passiert auch ein Haufen Gutes. Und hier geht es noch nicht mal wirklich darum, welchen Wolf füttere ich jetzt, sondern es geht tatsächlich darum, beides zu beobachten, wenn ich es mal annehme. Kann man mit der Zeit beobachten, dass das Hässliche sich immer mehr aus der Wahrnehmung subtrahiert und der frei gewordene Raum sich mit Schönem füllt? Das ist eine logische Folge, kann gar nicht anders gehen. Und das Beispiel, was ich eben gebracht habe, von wegen, sieh da einfach das mal anders und guck dir die Welt dann einfach an, wie sie aussieht, wenn du auf einmal siehst, so, doch, hier passiert auch was. Du wirst vor allen Dingen wesentlich mehr begeistert sein selber. Und darauf kommt es an. Wie fühlst du selber dich? Weil darauf kommt es jetzt bei allen an. Wir müssen in Aktion treten. Das heißt, wir müssen uns selber kümmern. Wie nimmst du Dinge wahr? So, und wenn du dann da halt eben Aufklärungsarbeit von irgendwelchen Leuten, die du dann Schlafschafe nennst, über die du dich dann aufregst, weil sie Schlafschafe sind, und du aber letztendlich das wahre Schlafschaf bist, weil du dich von denen immer noch aufhalten lässt, bei denen sieht man wenigstens, dass sie pennen. Verstehst du, was ich meine? Und diese ganze Aufklärerei über diese ganzen Missstände und das war halt alles zeitgemäß bis hier, aber jetzt ist es einfach vorbei. Jetzt brauchen wir das halt alles nicht mehr. Da habe ich die gleiche Meinung wie vor 2,5 Jahren, dass das eben keine Schlafschafe sind, habe ich auch noch niemanden so genannt, sondern ich bin der Meinung, dass alle wach sind, bloß Doch, dass lass dich jetzt irgendwie nicht die unbedingt auf Leute dich halt in die bedrängen. Puschen kommen. Ja, aber da habe ich heute auch Nee, noch was drüber geschrieben. ja, Ja, ich ich wollte schon mal nur sagen, sagen. ich habe das Gefühl, dass die Leute alle wach sind, brauche ja, und dass die einfach nicht in die Puschen kommen. Die wissen, das ist so eine Schockstarre oder was Ja, das aber ist. da habe ich heute auch noch was Erzähl, zugeschrieben. was Lass, ich denke denke wahrzunehmen. wahrzunehmen. Ja, schon klar. Aber mach dir bewusst, dass das sowieso nicht möglich ist. Keiner wird wahrnehmen, was du wahrnimmst, weil du deine völlig eigene Wahrnehmung hast, die sich aus guten Gründen von allen anderen unterscheidet. Und zwar massiv. Und die haben das Recht. Das muss okay sein, wenn die gerade es einfach noch nicht kapieren wollen oder sehen wollen. Die haben uns dadurch aber die Möglichkeit gegeben, uns selber auszutoben an denen und unseren Missionierungswahn dann auch mal auszuleben und uns den mal anzugucken und dann noch bis zu dem Punkt zu kommen, wo zu sagen, ja, aber wer bin ich denn, denen zu sagen, wann sie sich zu ändern haben, wann sie sich für irgendwas zu interessieren haben? Da bin ich ja wie ein Lehrer in der Schule. Und deswegen habe ich das irgendwann mal loslassen können und konnte mich dadurch halt sehr viel mehr auf mich selber konzentrieren, ohne die anderen ignorieren zu müssen oder sonst irgendwas. Nur ich habe sie ihrer eigenen Verantwortung überlassen. Sprich, ich wusste, auch das, alles, was die erleben, läuft auch nach göttlichem Plan ab und den habe ich einfach irgendwann nicht mehr in Frage gestellt. Das hat mir auch sehr dabei geholfen. Und da habe ich dann halt auch heute da in der Gruppe noch geschrieben, lasst euch doch einfach
mal gerade nicht so von den anderen, die so doof sind und nicht ausbremsen, weil da jedes Mal, wo ihr mit denen beschäftigt seid und irgendwas da macht, damit die was kapieren, seid ihr nicht bewusst mit euch selber beschäftigt. Und das ist das, wo wir gerade alle mal hin müssen, wieder zurück, wenn wir uns finden wollen. Uns wirklich dann, dass wir 24 Stunden unseres Tages völlig bewusst wahrnehmen, als das, was wirklich ist und nicht das, was wir bisher gedacht haben, was ist. Und dann ist das einfacher. Dann wird alles einfacher. Und jetzt habe ich irgendwie Faden verloren. Ist egal, macht nichts. Irgendwer wird noch was. Ja, das sehe ich auch so. Ich wollte noch was drauf sagen. Das, was er jetzt hat, ist aus meiner Sicht eine tragfähige Eigenkompetenz. Und erst wenn man die selbst erreicht hat für sich, dann kann man nach außen gehen. Das ist das, was ich da denke. Und man muss natürlich immer wieder mit sich selbst ins Gericht. Ja, das ist auch. Lass mich das kurz zu Ende führen. Der ist so stark, der Bauchi verbal. Ja, ja, da habe ich auch meine Probleme. Und das ist das, was... man muss ihn einfach auch manchmal dann ein bisschen unterbrechen. Das habe ich schon vor 2,5 Jahren gemerkt. Jetzt sagen wollte, diese tragfähige Eigenkompetenz, von der ich rede, ist dieses selbst auch bewusst wahrnehmen und wissen, wer bin ich, ja? Wo stehe ich? Was macht mich aus? Das ist das auch das Wichtigste, finde ich, an der ganzen Sache. Und dann kann man nach außen gehen. Aber man muss auch immer wieder zurück zu sich zurückgehen und sich selbst prüfen. Ja, und das ist mir sehr wichtig für mich selbst. Ja, das bin ich jetzt da, wo ich hinkommen wollte? Stehe ich da, wo ich hinkommen wollte? Und habe ich das auch wirklich erreicht, was halt, ja, die Ziele, die man sich so setzt, jetzt in dem, hier mit dem Gatten jetzt zum Beispiel, ja, da autark zu werden, unabhängig zu werden. Und da wollte ich auch gleich nochmal fragen, hast du schon mit Öff und mit Matthias wieder Kontakt, oder so Jonathan, oder wie er halt gerade zur Zeit heißt, wieder Kontakt, weil da könnte man nämlich auch mal dann euch alle zusammen mal wieder in einer Sendung, wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil die sind auch hier auf dem Surfer. Das wäre auch nochmal was ich andenken würde und was mich freuen würde. Lässt sich definitiv organisieren. Also der Kontakt ist da. Ich muss ihn mal aktivieren, ist kein Thema. Zu beiden. Super. Und jetzt nehme ich mir das Wort mal ganz schnell, weil gerade eine passende Situation ist. Denn zum einen ist Gunther gekommen und einen Satz möchte ich auch noch, meinen Gedanken würde ich gerne auch noch reinwerfen. Ich denke, dass viele hier, die wir als Schlafwandschlafe bezeichnen, einfach eine Absicherung suchen, sie suchen einfach nur eine Absicherung und fühlen sich nicht sicher genug in dem, was auf uns zukommt. Und deshalb bleiben sie lieber bei dem, was sie haben. Das ist zwar nicht schön, aber da sind sie trotzdem irgendwo in irgendeiner Form abgesichert, auch wenn sie es wirklich in Wirklichkeit nicht sind, weil das, was die Politik und die Wirtschaft versuchen, ist doch letztlich nur, dass sie uns einen Wohlstand generieren wollen. Einen Wohlstand geben wollen, der in Wirklichkeit gar kein Wohlstand ist, weil er nämlich den Menschen vergisst. Und damit sage ich Hallo Günther. Schön, dass du hochgekommen bist. Hallo Günther. Hallo, hallo. Also die Frage nach den Wohnungslosen hätte ich auch ganz gerne gestellt. Was macht man mit den Leuten? Die ist ja zum Teil eben jetzt auch schon beantwortet worden. Auf der anderen Seite sehe ich da schon auch ein Problem. Wir haben hier in Deutschland andere Leute. Es ist eine andere Kultur. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man da ja auf Mallorca sitzt, wo die großen Flieger ankommen mit den Leuten, die alle die Taschen voll haben und Urlaub machen wollen und literweise Alkohol wegsaufen und die brauchen nur die Hände aufhalten und die Dollars kommen, dass das eine andere Stimmung ist, als wie wenn wir hier echt hart arbeiten müssen für unser Geld, damit wir uns dann unser kleinen Wohlstand leisten können, den wir ja auch haben wollen. Und wie gesagt, da prallen zwei Kulturen aufeinander und wir haben hier bestimmt ganz andere Probleme. Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Ja, das sehe ich nämlich genauso. Deswegen sagte ich eben... Fragt nicht danach, wie auf Mallorca oder Spanien oder sonst wo ist. Guckt bei euch im direkten Umfeld. Da ist das, was wirklich auch von euch beeinflusst werden kann. Auch positiv. Was euch die Möglichkeit gibt, euch so zu verhalten, dass ihr tatsächlich
Vorbilder seid. Und sowas braucht die Welt gerade. Klaus, kannst du bitte den Finn mal in den Sprechenraum auch reinziehen? Der würde nämlich gerne auch was sagen, da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Gunther, danke auf jeden Fall, dass du das gesagt hast. Ist extrem wichtig, das im Auge zu behalten. Weil das Bauchi, lenkt auch Bauchi. Sehr ab. Ja, Bauchi, ich kann das auch in den Sprechbereich hochholen. Wir brauchen da nicht den Klaus, der hört nämlich im Moment nicht zu. Ja, prima, super, danke. Ja. Und den Finn habe ich hochgeholt. Und ich habe, wenn es interessiert, nachher, nachdem du dich mit Finn unterhalten hast, dann auch noch einen kleinen Aspekt, der heute Nacht im Nachtalk, in der Nachbehandlung von der Sendung, von meiner Sendung von gestern, ins Gespräch gekommen ist mit Klaus DiBiase. Da haben wir nämlich ähnlich genau diese Thematik besprochen, wie sie in Südamerika aussieht, und habe dazu außerdem auch nicht nur aus Peru Informationen, ich habe da auch Informationen aus Chile. Und ich habe Informationen aus Kuba. Okay, aber das nur nebenbei bemerkt. Erstmal hallo Finn, schön, dass du hochgekommen bist. Hallo. Hey Mann. Ja, schön hier zu sein mit euch. Ja, sehr cool. Ich kann kurz erzählen, wie ich den Finn gestern wahrgenommen habe. Es war nämlich sehr bedeutsam für mich auch einfach wieder. Zum einen meldete er sich halt eben im Facebook bei mir auf per Sofortnachricht, via PN, ne? Und sagte, er will Administrator sein, und später sprachen wir dann im Messenger noch so ein bisschen miteinander, also schrieben hin und her. Und dann merkte ich, alles klar, das ist genau das, was gerade so passieren muss. Finn hat definitiv sofort den Zugang zu dieser Gamersprache gefunden, auf der wir uns dann unterhalten konnten. Und das hatte schon fast einen lustigen, witzigen Charakter und machte richtig Spaß. Und dann schrieben wir dann tatsächlich über eine kurze Passage dann auch noch in Englisch, was dann sofort auch sichtbar machte, dass diese Sprache sprachübergreifend ist. Aber bei all den Leuten, die in den letzten Jahren ihre Zeit damit verbracht haben, vor diesen Dingern da zu sitzen und gewisse Dinge zu trainieren, ist vor allen Dingen diese Sprache gerade absolut international verständlich, um den Leuten Klarheit zu bringen. Hey, red mal was. Was, einfach so drauf losreden? Ja, sag mal, was du denkst. Wie bist du hierher gekommen? Sagen wollte, ist, was ziemlich wichtig ist jetzt gerade, dass viele sich jetzt aktiv die ganze Zeit damit beschäftigt haben, wie sie dann für sich selber lernen, wie sie spielen möchten, so. Und dass ziemlich viele eigentlich quasi einfach auf der Spawn-Plattform geblieben sind und von da aus irgendwie versuchen, ihr Leben zu leben, aber irgendwie nicht wirklich auf eine Weise, dass sie ihnen Spaß macht oder dass sie in Erfüllung bringt. Und dass es eben viele Menschen gibt, die sich bewusst damit auseinandergesetzt haben, dass sie halt einfach hochleveln, dass sie einfach anfangen zu spielen und dass sie schauen, was sie spielen möchten, welche Fähigkeiten sie entwickeln möchten, was ihnen Spaß macht, so. Und dass es eben, ich finde, dass es jetzt wichtig ist, dass diese Menschen jetzt zusammenkommen und dass die Leute mal sehen, was passiert, wenn sich wirklich Leute zusammentreffen, die wissen, wie man spielt und das Spiel genießen. Und dann sehen die Leute es einfach, dass das einfach wundervoll ist und dass das einfach unglaublich ist und dass das alles sprengt, was wir bisher erfahren haben und was wir überhaupt vom Leben an Erfahrungen gemacht haben und was wir denken, dass das Leben ist, so. Und wenn die das dann sehen, dann, ich denke, das ist so inspirierend, das zu sehen, und da möchte man einfach mitmachen, und das wird auch alle inspirieren und wir werden es auch tun, und ich bin da fest davon überzeugt, dass das ein wunderschönes Fest wird, das wir da vollbringen werden. Also mir geht das Herz auf, wenn ich sowas höre. Für die Leute, die die Sprache jetzt nicht verstanden haben, ja, ich hab's mitbekommen, Tank Girl, du wolltest was sagen. Der Begriff hochleveln, und das darf man dann bitteschön aufs komplette Leben übertragen. Ein höheres Level. Genau das. In allen. Ja. Das ist genau der Punkt. Genau darum geht's. Wir übertragen das,
was wir von den Computerspielen kennen, wo man Charaktere aufbauen kann und hochleveln kann und Fähigkeiten erlernen kann und mit Leuten zusammen Rätsel lösen kann und was weiß ich was, aber mit dem ganzen Spaß an der Sache, das auf das gesamte Leben zu übertragen. Du hast gerade die Brücke geschlagen, auf die es wirklich ankommt. Ja, und dann lösen wir keine Probleme mehr, sondern dann spielen wir einfach und haben Spaß. Ja, Mann! Ja, und das Schöne ist, wir müssen dann dieses Spiel nur noch in die Realität umwandeln und dann funktioniert alles viel besser. Das Schöne ist, wir sind gerade mittendrin, das zu tun. Wir sind ja hier gerade schon dabei, die Vorgaben aus dem Buch nachzuhalten, einzuhalten. Und wo wir gerade dabei sind, was zu tun, Finn, ich habe dir also für die Gemeinschaft 07, die du unten findest, auch gleich die Memberrechte eingetragen, dass du natürlich gleich in die Agenda 2020 rein kannst. Ja, das ist also, und für alle, die dazu möchten und mit da rein möchten, die treffen sich, die klappen einfach den Baum der Gemeinschaft 07 auf und klicken sich dann in den Warteraum oder in den Zuhörbereich für Besucher und werden dann von da aus in die Räume geholt, ja, damit sie reinkommen. Ich weiß gar nicht, ob der Finn das schon mitbekommen hatte. Finn, es gibt jetzt hier auf OkiTalk auch schon ein Projektraum, in dem wir quasi halt wie auf dem TeamSpeak-Server auch quasi mehr oder weniger den ganzen Tag Gleichgesinnte dann treffen können und uns mit denen unterhalten in Bezug auf das Spiel. Auch für die anderen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Es gibt seit dieser Sendung einen Raum auf OkiTalk für interessierte Online-Gamer, die das Spiel Agenda 2020 mitspielen wollen. Ich finde es so fucking geil. Ich spiele mit. Ich bin dabei. Ja. Ja, ich habe den Eindruck, haben gerade sehr viele Leute Lust drauf. Ja, alles andere ist auch kompletter Bullshit. Was will man noch irgendwie, keine Ahnung, Alter, allein schon, wenn ich mir irgendwelche, also ich habe wirklich, ich tue niemanden verurteilen oder sonst was, aber ich habe auch mal einen Monat in so einer Fabrik gearbeitet, so wo man 8 Stunden so an Maschinen so irgendwas macht, so was eigentlich total überhaupt gar keinen Spaß macht. Und dass da so viele Menschen drinne sind, die wirklich sich so krass damit abgefunden haben und dass sie es so als ihre Realität akzeptieren. Und das ist, also ich finde es für mich traurig. Also ich könnte es nicht machen. Und das ist auch traurig, dass ihnen keine andere Realität jemals geboten wurde quasi. Und dass wir ihnen jetzt dadurch quasi allen zeigen können, dass alles, was sie die ganze Zeit machen, was nicht ihrem höchsten Spaß entspricht, nicht ihrem höchsten Traum entspricht, dass sie es eigentlich gar nicht tun brauchen und dass wir einfach nur die Basis dafür schaffen müssen, dass jeder Wohlstand hat, weil davon, es ist von allem genug da und man müsste es einfach endlich mal nicht gewinnbringend einsetzen, nicht fürs Geld einsetzen, sondern auch für die Leute und das alles so planen, dass es auch wirklich den Leuten dient und dann ist genug für alle da und dann kann jeder einfach genau das machen, worauf er gerade Bock hat und einfach Spaß haben und dann ist auch das, der ganze Begriff Arbeit, so wie wir ihn kennen, komplett über den Haufen geworfen und dann fangen die Leute an, die Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen. Und während man Spaß hat, kann man so krasse Arbeit vollbringen und man kann so, so tolle Dinge vollbringen, die dann auch echte Arbeiter, so wie sie jetzt heute sind, überhaupt gar nicht leisten könnten. Und wenn man es mit Spaß macht, dann ist man danach auch gar nicht ausgelaugt, sondern noch mehr energetisiert. Auch wenn dann der Körper irgendwann auch sagt, okay, jetzt brauchst du mal eine Pause. Aber trotzdem, allein schon die Umstellung, dass das ganze Leben dann zu einem einzigen Spaß wird und dass man nicht mehr nur seine Zeit quasi vergeudet, um dann irgendwie um die Runden zu kommen. So. Wie geil, ne? Das Küken ist 19 Jahre alt. Hört dem mal beim Reden zu. Die wissen das, die haben das alle für die Zeit einfach gemacht. Hammer, oder? Ja, hier hätten wir jetzt einen Applaus. Ja, da reicht einen von meinen Kindern auch. Ja. Soll auf die Jüngeren hören, die sind geboren, die können ganz anders damit umgehen. Die haben auch, dadurch, dass sie reingeboren sind, eine ganz andere Sichtweise. Das ist auch nochmal eine extreme Sache, wo die Alten dann erstmal hinterher kommen müssen und das neu erlernen müssen. Und da können wir uns bei den Jungs so viel abgucken. Das ist unglaublich. Super. Jetzt sind noch 2 User dazugekommen. Ich begrüße hiermit Sunny und Sunny. Traum der 10. Also Maria, hallo. Ihr zwei, schön, dass ihr hochgekommen seid. Ja, hallo. Schönen Abend erstmal. Nee, das, also wie gesagt, was ich eben gehört habe hier, Arbeit so 8 Stunden am Band stehen und so weiter, das ist kein Spaß mehr.
den Leuten geht das ja nicht um Spaß. Denen geht es darum, dass sie ihre Lebensexistenz überhaupt bewältigen können, dass sie ihre Miete bezahlen können, dass sie ihre Kosten bezahlen können. Von Spaß kann da überhaupt keine Rede sein. Ja, ja, das verstehe ich ja auch. Das ist ja das Traurige. Aber sie hätten die Möglichkeit, es so zu machen und diesen Schwerpunkt in ihrem Leben zu ändern. Und durch diese Gespräche, die wir gerade führen, wird das klarer, dass die Leute nicht die ganze Zeit diese Opferrolle spielen müssen und diesen Scheiß, den man ihnen vorgibt, zu denken. Und wenn man ihnen halt nämlich die Möglichkeit gibt, eine Tor zu öffnen, ein Türchen zu öffnen, durch die man auch zu den anderen Gedanken Zugang findet, die hinter der Tabumauer liegen, dann ändert sich auf einmal alles. Und dann hast du vollkommen recht, ja, aber es ist, wie es ist, wie du sagst, aber es ist nicht nur so. Und das lässt sich halt auch sehr... Ja, ich meine, ein Punkt ist dann noch, was ihr sagt mit dem Spiel hier. Das Wort Agenda 2020, das ist so ein bisschen negativ belegt. Wir haben schon die Agenda 2010. Die hat die Leute schon fürchterlich in die Armut getrieben. Jetzt erzähl nicht Agenda 2020. Da kriegen die Leute, die Hartz IV haben, die kriegen da ja langsam Albträume. Du bist schon wieder bei den anderen. Lass mal die anderen. Lass mal auf die konzentrieren, die Lust haben, aufgrund des Buches, das sie gelesen haben, diese Vision real werden zu lassen. Und da ist das Wort gestern einfach aufgekommen. Es gibt sogar noch eine andere Agenda 2020, die irgendetwas mit den Olympischen Spielen zu tun hat. Aber das braucht alles. Es ist ein Spiel. Das soll auch hier, also ich bin auch eben angeschrieben worden wegen dem ersten oben stehenden Post in der Gruppe, wo drin steht deutschsprachige Division. Und das Wort Division kam mir nur halt als der deutschsprachige Teil. So, und dann schrieb mir aber eben jemand an, dass sich das sehr militant anhört. Und ob ich das nicht eventuell noch ändern möchte. Und ja, es gibt eventuell Terminologien, die halt eben vielleicht tatsächlich militant sind in dieser Gamersprache, was aber eventuell dennoch gerade sehr nützlich sein könnte, weil vor allen Dingen die Zielgruppe sind, nämlich Gamer, nämlich Leute, die halt eben die letzten Jahre damit verbracht haben, Call of Duty oder was weiß ich was alles zu spielen, wo halt eben auch ein sehr militanter Terminus oder eine militante Terminologie gepflegt wurde, die dadurch aber im Moment sehr geläufig ist und auf die Weise sehr leicht verstanden wird. Das heißt, auf den Worten zu sehr rumzuhacken, verkompliziert wieder nur alles, lieber nach der gemeinten Definition fragen, verstehen, warum es so heißt, und drüber reden und das, was du gerade tust, machen, nämlich laut denken, wenn du irgendwas disharmonisch siehst, das auch ruhig zu äußern, aber dich dennoch halt dabei darauf zu konzentrieren, dass du die Harmonie finden willst auch. Und dann ist das eigentlich ganz easy. Ja, ich würde gerne die Maria mal zu Wort kommen lassen. Ja, erzähl mal. Hallo, ich habe da jetzt mitbekommen, halt quasi dieses Arbeiten und solche Sachen. Ich glaube, für die Zukunft sollten wir wirklich darauf achten, dass jeder weiß, wo seine eigenen Interessen, sein eigener Spaß ist. Ich glaube, da ist alles, was wirklich an richtiger Arbeit da ist, zu bewältigen. Und ich sage, der Konsum oder die Arbeiten für den Konsum, die werden sich minimieren. Definitiv. Wenn man sich vor allen Dingen überlegt, dass 60% aller produzierten Waren rein statistisch reine Luxusartikel sind, die kein Schwein braucht, 60% aller Arbeit, also völlig für den Arsch ist, und die anderen 40% eigentlich auch nicht wirklich nötig wären, sieht man da ganz eindeutig den Sinn dessen, was du gerade gesagt hast. Ja, Gunther wollte auch noch was sagen. Ja, ich würde da ganz gerne ein bisschen Einspruch einlegen. Das ist also auch nicht ganz in Ordnung. Ich habe auch schon am Fließband gearbeitet. Das ist allerdings in den 70er Jahren gewesen.
Und das konnte durchaus auch Spaß machen. Und man konnte damals auch wirklich gutes Geld verdienen dabei. Das ist also auch noch ein Punkt. Ich will dann nicht verhehlen, dass es auch Arbeiten gibt, die keiner gerne macht. Aber jetzt das alles so zu verdammen und jetzt auch, wo du sagtest, 60% der Waren werden überhaupt nicht gebraucht, das wäre Luxus und so weiter. Natürlich, wir wollen den Luxus. Und ich meine, gerade hier in Deutschland, wir haben hier Spitzenprodukte hergestellt, die auch überall auf der Welt gefragt werden, wo andere Völker sich wirklich umgucken und sagen, wie schaffen die Deutschen das eigentlich, so qualitativ hochwertige Waren herzustellen? Und selbst wenn das nur am Fließband die billigste Schraube ist, die hat aber immer noch einen besseren Wert als irgendwo was aus irgendwelchen anderen Ländern. Also ich finde das wirklich nicht in Ordnung, dass unsere ganze Industrie, die hier ja jetzt auch kaputt gemacht worden ist, so klein geredet wird und sagt, ja, das macht ja alles nur keinen Spaß. Gunther, du hast vollständig recht. Aus einer bestimmten Perspektive kann ich dir völlig recht geben. Nur sage ich da auch gerade wieder, bist du dir sicher, dass das die einzige Realität ist? Jetzt erzähle ich dir das Ganze aus meiner Wahrnehmung. Naja. Du hast das, was der Finder eben erzählt hat, ein bisschen missverstanden. Da Er darf ich sagt, was er dazu hat sagen? wirklich, ja, gerne. Ich wollte halt nur sagen, dass es hier nicht dienlich ist, sich irgendwie persönlich angegriffen zu fühlen, weil die Intention hat hier, glaube ich, gerade niemand. Aber Finn, erzähl mal selber, klar. Und zwar möchte ich jetzt nicht sagen, dass das alles total schlecht ist und dass es irgendwie, ich weiß nicht. Es geht mir nur darum, dass ich ziemlich viele Menschen gesehen habe, die dort gar nicht sein möchten und die lieber viel lieber was ganz anderes machen möchten. Und das ist eben, dass sie dort quasi sich dort hineingezwungen fühlen, weil es eben Darum geht's. diese Existenzangst so, diese, dass man eben nicht um die Runden kommt, wenn man es nicht tut, so, dass man um seine Familie sich kümmern muss und so weiter. Und das ist auch sehr schön und das ist sehr wertzuschätzen, aber es ist halt die Frage, wie lange wir dieses Spiel so noch spielen möchten. Und wenn wir einfach die Grundlage schaffen dafür, dass jeder genug von allem hat, dass es wirklich genug gibt und dass man eben nicht Angst haben muss, dass man nicht um die Runden kommt, dass man genug hat, sondern dass wir endlich anfangen, die Sachen so effektiv darauf auszurichten, dass sie wirklich lang haltbar sind, dass so diese ganzen Kriterien, die in der Industrie bewusst auch so eingestellt werden, dass sie vorher kaputt, damit man wieder neu konsumieren muss und so weiter, dass das ganze Nahrungssystem so aufgebaut wird, dass es wirklich allen dienen kann und wirklich auch jeden befriedigt, so jeden Menschen so mit eindeckt und dass es auch wirklich genug für alle gibt. Und auf der Basis kann dann jeder für sich entscheiden, ob er dann in der Fabrik sein möchte. Und ich weiß ja nicht, es wird schon noch sehr, sehr lange Zeit Fabriken geben und so weiter. Und ich will auch nicht sagen, dass es mir nicht Spaß gemacht hat. Ich bin da auch bewusst hingegangen, um diese Erfahrung mal zu machen. Und es war auch eine, ja, auch wenn es sehr monoton war, ich habe auch Ruhe darin gefunden und es war auch sowas wie eine Meditation für mich und es war, man kann schon Spaß damit machen. Ich verurteile es nicht als negativ oder sonst wie. Nur wenn man es nicht spielen möchte, dann muss die Möglichkeit da sein, dass man es eben nicht spielt und dass man quasi, und ich sag bewusst spielen, weil das ist für mich ein Rollenspiel eigentlich, nur weil eigentlich könnte man auch was ganz anderes machen und man würde auch in Anführungsstrichen erfolgreich damit sein. Und es geht ja im Endeffekt nicht um Erfolg, sondern eigentlich nur darum, dass man selbst glücklich ist und dass man zufrieden ist mit seinem Leben und die Sachen decken sich dann damit, dass man auch genug von einem anderen dann automatisch bekommt. Weil wenn du das machst, was du liebst und wenn du das machst, wo wirklich deine Leidenschaft drinsteckt und wovon du immer träumst und die Energie, mit der du das machst, du wirst dann automatisch auch, die Leute werden es dir danken und du wirst immer genug von auch bekommen, um irgendwie halt zu leben, so. Das ist doch Ja. Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, wahrscheinlich hast du da wirklich also wahrscheinlich bist du wirklich eingearbeitet worden auch in der heutigen Zeit ist das auch eine ganz anderer Schnack, auf so einem Fließband arbeiten zu müssen oder so, weil der Verdienst einfach gar nicht hoch genug sein kann für so monotone Arbeiten. Aber ich wollte ja nur mal sagen, wir haben ja in den 70er, 80er Jahren auch immer noch sehr viel produziert, wo das auch noch gut bezahlt war.
Und wenn man dann wusste, dass man so 4, 5 Monate arbeiten musste und dann konntest du dir ein neues Auto kaufen, weil du so viel verdient hast. Also. Ne? Da ist natürlich eine ganz andere Motivation, als wenn du heute jetzt sagst, naja, ich kann heute gerade meine Miete bezahlen und vielleicht kriege ich auch noch mein Handy klar und dann habe ich 3 Wochen was zu essen und dann muss ich erstmal wieder trocken Brot essen. Verstehst du, das ist eine ganz andere Motivation. Und da müsste man dann eben auch drüber mal sprechen, ob nicht vielleicht auch die Löhne zu niedrig sind. Ne? Das halt sowieso. Aber wenn du halt eben verstehst, was der Finn da eben gesagt hat, dann ist Unterbezahlung nicht mehr möglich. Nur bekommst du teilweise vielleicht noch nicht mal Geld für das, was du tust, sondern direkt das, was du fürs Geld kaufen würdest und für wesentlich weniger Anstrengung, als es übers Geld zu machen, was immer grundsätzlich viel Arbeit bedeutet, weil du so viel davon immer wieder an den Start abdrücken musst, was am Ende gar nichts für dich übrig bleibt, dann arbeitest du 10-mal so viel, wie du eigentlich müsstest. Und schau mal, das, was du gerade mit auf den Tisch wirfst, ist sehr, sehr wertvolle Erfahrung und auf jeden Fall, aber dann ist logisch, dass du es, wenn du es so siehst, dann natürlich nicht unbedingt sehen kannst, wovon der Finder spricht, wenn du sagst, ja, das war in den 70er, 80ern, guck mal, das ist 30, 40 Jahre her, und der Finn ist gerade mal 19, der kann, verstehst du, das ist eine völlig andere Welt, und ganz klar, aber das ist halt eben, wo wir gerade nämlich durch solche Sendungen eben auch die Schnittstellen finden kann, weil hier kann halt auch jedes Alter mitreden und auch eben seine Gedanken. Deswegen sagt, was ihr denkt, sagt, was euch wirklich bewegt. Und wenn jeder das einfach tun kann, ohne dass wir dadurch in einen Streit verfallen oder Rechthaberei oder irgendein Gegeneinander, dann kumulieren sich innerhalb von 2, 3 Stunden einer solchen Sendung ein Pool an Informationen, wo für jeden was dabei sein kann, wenn er dann gewillt ist, etwas mit aus einer solch gemeinsam verbrachten Zeit auch rauszuholen. Und da finden wir dann halt nämlich auch die Brücke zwischen all dem, wovon halt Tank Girl eben gesagt hat, da sind so klaffende Abgründe zwischen jung und alt und arm und reich und bla. Das spielt hier auf Okitalk einfach keine Rolle. Hier steht ein Name, und das war's. Und ich habe keine Ahnung, wer sich hinter diesem Namen verbirgt, aber ich weiß, es ist ein Bruder. Und egal, welcher Name hier steht, oder eine Schwester, genauso. Genauso, ja, danke. Ne? Es ist ein Mitlebewesen, das ist ein Teil von mir. Und wenn ich das auf die Weise wahrnehme, und das kann ich lade jetzt jeden herzlich ein, das einfach auch mal so wahrzunehmen, dass hinter jedem Namen, der da jetzt gerade sichtbar ist, halt eben auch ein Geschwister, ein Mitmensch, ein Mitlebewesen ist, das vor allen Dingen offensichtlich gerade das gleiche Interesse teilt, für Ruhe zu sorgen. Ich habe da so auch ja meine Erfahrungen gemacht im Leben und ich habe ja einen permanenten Abstieg in meinem Arbeitsleben hier erleben müssen, die letzten Jahre über, und hatte dann zum Schluss auch einen Job, wo ich dann also als Pförtner irgendwo eingesetzt wurde und mich dann da auch mit den Leuten unterhalten habe und so weiter und habe da natürlich auch so ein bisschen rumgemosert. Und habe dann eben auch erzählt, ja, also was wir hier für paradiesische Zustände eben auch gehabt haben früher. Und da erzählte ich dann so beiläufig, ja, wir haben mal 14 Monatsgehälter gekriegt. Wir haben mal 6 Wochen Urlaub gehabt und 40 oder 35 Stunden Woche haben wir hier gehabt. Und da saß dann auch so ein junger Typ vor mir und der sagte, nee, das haben wir nie gehabt, das gab's bei uns nicht. Und da habe ich mich also richtig mit ihm in die Haare gekriegt, weil ich das ja weiß, dass das so gewesen ist. Und später, also einen Tag später, kam dann raus, dieser Typ ist aus der DDR gekommen. Der hat dann also auch einen Pförtner übernommen, sich mit mir unterhalten
und kam aus der DDR und hatte ein ganz anderes Bewusstsein dafür, wie die Arbeitsbedingungen hier im Westen gewesen sind und hat das glatt abgestritten, dass es sowas überhaupt gegeben hat. Verstehst du? Wenn er mir dann vorher gleich gesagt hätte, ja, Entschuldigung, also ich komme aus der DDR, ich weiß es, aber nein, er hat sich da hingesetzt und hat gesagt, nein, das stimmt alles gar nicht, ich würde lügen und ich spinne rum. Und da ich meine, da kann man dann schon irgendwie sagen, sag mal, auf welchem Boot oder auf welchem Dampfer oder wo lebe ich denn hier überhaupt? Ich versuche hier den Status quo zu erhalten und andauernd wird mir gesagt, das denkst du dir alles aus, das kann alles gar nicht sein, sowas erlebe ich hier nicht. Und wenn du heute für eine Kugel Eis 1,20 Euro bezahlst, dann ist das ja auch noch günstig. Verstehst du? Vor zehn Jahren hast du noch 20 Pfennig für eine Kugel Eis bezahlt und die akzeptieren das heute und sagen, oh, da gehen wir hin, da kriegst du günstig Eis. Ja, nee, da stimmt irgendwas nicht mehr. Ja, du hast völlig recht, auf jeden Fall. Die Frage, die sich mir gerade stellte, als du sagtest, du nanntest einen Grund in deinem Dilemma, das du gerade quasi schilderst. Und das ist gewesen, dass du versuchst, den Status quo zu halten. Schau dir das einfach gerade selber nochmal an unter dem Bezug darauf, dass der Status quo, den du gerade versuchst zu halten, schon 40 Jahre alt ist, schon 40 Jahre nicht mehr aktiv ist, und der Status quo, der gerade ist, definitiv in Ruhe gelassen werden sollte, weil da ist quasi das System erstickt gerade an sich selber. Hoffentlich. Nicht hoffentlich, das kannst du sehen. Da kannst du kannst das bildlich sehen. Und das Beste, was du da machen kannst, ist, beide Hände zurückzuziehen, ganz schnell, und nichts mehr machen. Das ist das Gleiche. Okay. Ja, das ist das Gleiche, wie was ich auch immer sage, wenn ich folgendes Bild benutze, um die Menschheit, ne, man sagt immer, an ihrem Tun kannst du sie erkennen. Und das gilt nicht für Einzelpersonen, das gilt für ganze Gruppen und das gilt auch für eine Gruppe von 7 bis 10 Milliarden Menschen, die die Menschheit bilden. Und wenn man ein Bild von dieser Menschheit malen sollte, bei dem, was sie denn so tut, müsste man sie auf einem Baum platzieren, als Mensch, der an dem Ast sägt, auf dem er sitzt. Im Ganzen sind wir als Menschheit gerade immer noch ziemlich aktiv dabei, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Und das passiert vor allen Dingen durch jede einzelne, und da kann sich jetzt jeder wieder an die eigene Nase fassen, inklusive mir, durch jede einzelne Aktion im Gegeneinander reißt ein weiterer Zahn, einen weiteren Span aus diesem Ast. Und da macht es echt Sinn, mal diese Meditation mal für 1, 2, 3 Tage zu machen, weil man kommt wahrscheinlich nicht mehr raus, weil man so große Augen machen wird. Wenn man anfängt, mal ein paar Tage ganz bewusst zu beobachten, was die eigenen Hände denn den ganzen Tag über so machen, wenn wir das tun, was wir tun. Und deswegen ist das perfekt. Keiner braucht irgendwas anders zu machen, als er es gewohnt ist. Keiner braucht, um aus dem System rauszukommen oder irgendwas zu ändern, irgendwas zu machen, womit ihm nicht wohl ist. Wenn es dir lieber ist, morgen zur Arbeit zu gehen, auch wenn du so Scheiße findest, dann geh hin. Aber wenn du hingehst, beobachte, was den ganzen Tag deine Hände tun. Und nicht nur lokal. Fang an, dich dafür zu interessieren, was für globale Auswirkungen das hat. Und es wird dir passieren, dass dir immer, immer schneller und immer höher frequentiert das Bild von dem Menschen auf dem Ast durch den Kopf geht, der da sägt. Und da passiert dir das irgendwann hast du dann einen Titschen, regelrecht deine physischen Hände zurück. Und du hörst auf zu tun, was du bis hier gewohnheitsmäßig getan hast. Und dann erst, du brauchst vorher nicht zu wissen, was du dann tust, dann erst kannst du herausfinden, was du dann tun wirst. Es macht keinen Sinn, vorher darüber nachzudenken, über das Unbekannte, was denn passiert, wenn wir was anders machen. Also, das ist das, was wir brauchen, ne? Wir brauchen immer eine Alternative.
statt sie einfach kennenzulernen. Ich wollte dir jetzt nicht irgendwie ein falsches Bild oder so von mir vermitteln. Ich habe vielleicht auch ein bisschen übertrieben, was ja auch immer mal ein bisschen anschaulich macht. Ich bin ja schon seit den Twin Towers bin ich ja hier im Internet am Recherchieren und am Gucken und am Machen und ich weiß auch genau, was läuft. Und also wie gesagt, ich fühle mich eigentlich auch schon, ich bin auch schon 3 Jahre jetzt hier auf Okitalk, also ich bin auch wirklich informiert und weiß auch, was läuft. Ne? Also ich habe das wirklich jetzt erstmal so ein bisschen aus dem Bauch raus, wie ich das so empfinde, aber ich weiß schon, was läuft, ne? Klar, ne? Ja, ich meine, ich muss ja mal Günther mal richtig zur Seite springen. Ich muss ihn ja mal richtig unterstützen. Erstmal hat er, weil er sprach vom Status quo der 70er und 80er Jahre, da war der Arbeitnehmer, war da noch in der Firma geachtet, als Mensch geachtet. Nicht nur, dass er ein vernünftiges Gehalt verdient hat, nein, er war auch noch als Mensch geachtet, wie das, was er erzählt hatte, die mit dem ganzen Urlaub und alles, was damit zu sein, 35-Stunden-Woche und so weiter, 30 Tage Urlaub. Der Status quo, den wir damals hatten, der hätte überhaupt nicht abgeschafft werden müssen. Dieser Status quo wurde mit Absicht von den Herrschenden zerstört, um die Menschen gefügig zu machen. Denn wer keinen Wohlstand hat, der ist mehr damit beschäftigt, sein Überleben auf die Reihe zu kriegen. Da macht er sich über andere Dinge keinen Gedanken. In den 70er, 80er Jahren, und das hat nichts mit Mittelalterlichkeit oder irgendetwas zu tun, sondern da war der Arbeitnehmer, da hatte er Geld zur Verfügung. Und er musste zwar auch arbeiten, aber er hatte ein sorgenfreies Leben. Und was Gunda völlig zu Recht ansagte, eine Kugel Eis, besonders günstig, 1,20, dass ich mich kaputt lache. Heute sagen die Leute, ein Liter Superbenzin für 1,35 ist billig. Ich weiß noch, kurz vor der Euro-Umstellung hat der ganze Liter nur 84 Pfennig gekostet, nach D-Mark. Das muss man sich mal überlegen. Der Sprit ist um das Vierfache gestiegen. Die Löhne sind halbiert worden. Arbeitsrichtlinien wurden gekappt. Zeitarbeitsverträge wurden eingeführt. Und. Die komplette Versklavung der Menschen. Und mit der Jugend, wie zum Beispiel Finn, wird im Moment das Gleiche gemacht. Die Leute werden aufs Abstellgleis geschoben. Ohne irgendwelche Absicherung, ohne irgendetwas. Die Zeiten, die wir hatten in den 70er und 80er Jahren, das war für die Menschen, für die Arbeiter, es war eine gute Zeit. Es wurde produziert, aber du hast als Mensch auch was gezählt. Während du jetzt als Sklavenlöhner für Mini-Löhne zu miserablen Arbeitsbedingungen, keine festen Arbeitsverträge mehr und. Wärst du richtig zum Sklaven degradiert und damit zum Spielball der Mächtigen. Das ist das. Ja, dann. Du hast vollkommen recht. Ich übergebe sofort an dich, aber das ist genau das, wo mir nämlich auch die ganze Zeit gerade der Finn durch den Kopf geht, deswegen lasse ich ihn gerade jetzt auch nochmal reden. Aber achtet drauf, was der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist. Ihr beiden seid gestandene Arbeiter. Ich fühle, du redest mit einer regelrechten Begeisterung von den alten Zeiten. Ich weiß, was du meinst. Ich bin erst 41, aber ich bin halt auch in den 80ern groß geworden, oder 74er Baujahr. Und wie es für uns halt auch noch möglich war, einfach, und das mit, obwohl nur mein Vater arbeiten ging, aber 4 Kinder ernährt hat und im Sommer dann halt sogar noch 6 Wochen nach Griechenland in Urlaub fahren konnten, in den 80ern. Ja, und das, ich kann das absolut nachvollziehen. So, aber da der Status quo sich geändert hat und so ist, wie du gerade, nicht mehr mit Begeisterung, sondern regelrecht mit Erbostheit und Erzürnung, wie heißt das, Empörung, davon gesprochen hast, da schwenkte nämlich gerade die Schwingung in dir so sichtbar rüber, wo dann halt eben genau jetzt der Finn was dazu sagt. und zwar,
Ich schätze es wirklich sehr wert. Also eure Sichtweise ist sehr dazu beitragend zu dem, was wir jetzt erschaffen möchten, weil ja, genau. Die haben alles kaputt gemacht an Wertschätzung gegenüber Menschen und wir können das jetzt einfach wieder aufbauen. Wir haben es erkannt, wir haben gesehen, dass die jetzt alles, was sie uns damals gegeben haben, sozusagen, oder euch, ich sehe es einfach als uns, weil auch wenn ich nicht dabei war, so ist es ja völlig egal, dass sie eben diesen Wohlstand einfach wieder rausgenommen haben und jetzt das, was ihr so sagt als Sklaven, so, dass wir das einfach nicht machen, dass wir jetzt einfach den Menschen wirklich als Menschen achten, dass wir das jetzt tun, statt uns einfach irgendwas von anderen aufzwingen zu lassen, dass wir nicht sind, so, dass wir uns nicht von den Mächtigen, wie du sagst, dass wir uns nicht von denen quasi zu Dingen drängen lassen, die wir gar nicht sind, und dass wir uns schlechter behandeln lassen, als wir es verdient haben und als wir es wert sind. Und indem wir einfach jetzt den Menschen achten und indem wir es einfach tun, wird sich dann einfach alles verändern. Ja. Und dann geht auch die Macht von diesen Mächtigen weg. Ich würde ja gerne finden, also das ist ja so, das geht ja auch über auf die jüngeren Leute. Wenn wir jetzt als Ältere jetzt dastehen und sagen, wir haben hier was geschaffen, Leute, jetzt auch 20, 25-jährige Leute, wir haben euch das hier jetzt zur Verfügung gestellt, das ist das geschaffen, damit ihr euch hier ein schöneres Leben leisten könnt oder so. Nur es ist ja so, sie erzählen dir heute, ja, die Straßen, die sind ja leider so kaputt, die musst du nochmal bezahlen. Wir müssen das ja alles erneuern. Wir müssen ja alles wieder von euch, also jetzt, ihr müsst jetzt quasi wieder ran für das, was wir hier geleistet haben. Jetzt dürft ihr das alles nochmal bezahlen. Ich denke mal, da solltest du mal drüber nachdenken, ob du da nicht vielleicht eventuell sagst, wieso? Das habe ich doch von meinen Eltern geerbt. Oder übernommen. Ich brauche das doch nur zu erhalten. Ich muss das doch nicht alles nochmal neu kaufen. Und das versuchen sie dir ja gerade einzuerzählen. Ja, dann tun wir es einfach nicht. Aber die tun das nicht. Ja, okay. Was ich wichtig finde in dem Gespräch jetzt, ist die Schwingung, die Bauri eben angesprochen hat. Die nehme ich bei Sunny und Gunda wahr. Was natürlich aus den Erfahrungswerten herauskommt, ne? So, und dann kommt da so ein ganz junger Frischling und der, also ich würde doch drum bitten, dass wir das nicht auf unsere Kinder übertragen. Es ist richtig, unsere Kinder haben unser Erbe anzutreten, aber bitte doch nicht die Asche. Die schlechte. Und ich bin noch nicht alt genug, um irgendwas zu vererben. Ich kann doch nicht aufbauen. Okay. Naja, also meine. Moment mal. Ich bin 43, Bauchi. Es kommt halt drauf an, wie alt man sich fühlt. Ne? Es geht doch nicht. Du tust ja gerade so, Tanke, du tust ja gerade so, als wenn wir schon halb scheintot sind, nur zu faul sind zum Umfallen. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja ein ganz anderer. Die Jugend, so wie Finn. Wir haben, Gunda und ich, wir haben das erzählt, was in den 70er und 80er Jahren Fakt war. Punkt. So, und wenn ich jetzt sehe, was jetzt die Herrschenden vor allem mit der Jugend treiben, das ist das Allerletzte. Denen wird doch keine Möglichkeit mehr geboten. Wie willst du denn bitteschön bei diesen Hungerlöhnen, die heute gezahlt werden, wie willst du denn da überhaupt nochmal vernünftig eine Familie gründen oder irgendetwas? Es geht doch gar nicht. Weil du keine Sicherheit mehr hast beim Arbeitsplatz. Für Finn ist das eine ganz beschissene Zeit. Der hat keine Sicherung. Der hat wenn er Arbeitsverträge kriegt, dann sind das Zeitverträge und so weiter. Dann sagt die Firma mit einmal, es tut uns leid, wir können dich nicht mehr gebrauchen, auf Wiedersehen. Es ist die Die Jugend möchte was machen. Ist ja auch völlig richtig. Und Finn hat ja auch völlig recht. Nur, man lässt die Jugend nichts mehr gewähren, weil auch für die Arbeiten, die getätigt werden, den Menschen keine Sicherheiten mehr gegeben werden. Absolut keine Sicherheiten mehr. Finn erzählt man, er soll fürs Alter vorsorgen. Für eine Rente, für eine spätere private Rente. Erzählt man den jungen Menschen, ja, die sollen vorsorgen. Ja, von was denn bitte? Von 8,50 Euro brutto die Stunde? Bei 37 Stunden, das macht 1.080 Euro netto.
Wenn ich dann aber schon 500 Euro Miete bezahlen muss und wie Gunther zu Recht sagte, die Kugel Eis kostet 1,20 und die ganzen Nebenkosten, Strom, Heizung und so weiter, da frage ich mich doch allen Ernstes, wo soll denn da bitte noch Geld über sein, um überhaupt noch fürs Alter vorzusorgen? Stopp mal, es geht doch gar nicht. Nee, stopp mal. Davon habe ich nicht gesprochen. Ich spring mal kurz. Warte. Sunny, ich unterbreche dich gerade aus einem ganz bestimmten Grund. Du fängst an, dich aufzuregen. Und genau das brauchen wir hier nicht. Aber trotzdem danke für bis hierhin. So, ich nehme das, was du jetzt gerade gesagt hast, und gebe es dem Finn. Und hör mal genau hin, weil das wird dich sehr beruhigen, wenn du ihm glaubst, dass das, was er jetzt sagt, das ist, was er denkt. Da wirst du nämlich merken, dass deine Sorgen sehr, sehr unnötig sind. Weil die denken nämlich so, Finn. Und zwar geht es nicht darum, dass uns irgendwas in einem einzigen Vertrag irgendwie irgendwo als Sicherheit geboten wird, sondern die Sicherheit, die ich wirklich für mich habe, ist, dass ich herausfinde, worin ich gut bin, dass ich daran gut werde und dass ich das gerne mache und dass ich dadurch dann gefragt bin. Einfach dadurch, dass ich etwas mit voller Leidenschaft mache und ich fühle diese, ich weiß echt nicht, also diese Unsicherheit oder diese, dass irgendwas nicht genug wäre und also ich kann echt machen, was ich möchte. Ich werde einfach gut in dem, worin ich bin und ich brauche keinen festen Arbeitsplatz, wo ich weiß, dass ich für die nächsten 10 Jahre dort arbeiten kann. Ich bin völlig zufrieden, wenn ich einfach immer genau in dem Moment egal welche Veränderung kommt, egal wo ich irgendwo vielleicht rausgeworfen werde, einfach immer für mich weiß, dass ich jetzt gerade glücklich bin und dass ich immer noch mein Skillset habe, meine Fähigkeiten, mit denen ich das tun kann, was ich tun möchte und dass ich damit einfach auch Erfolg haben werde, weil so ist es einfach, wenn man etwas gut tut, dann wird man immer irgendwo gefragt und dann ist man einfach immer auf der sicheren Seite quasi und dass man nicht sich der Angst hingibt, sondern dass man sich der Leidenschaft hingibt und dass man herausfindet, was deine eigenen Leidenschaften sind und dass du nach denen dann quasi lebst. So, und jetzt unterbreche ich hier genau aus so Zeit. Sehen es meine Söhne auch, bitte. Lass mich gleich was dazu sagen. Genauso sehen es meine Söhne auch. Der eine ist 20. Tenkel, warte mal bitte. Tenkel, kleinen Moment. Wir haben nämlich 7 Minuten vor Sendeende und damit wir jetzt zeitlich sauber übergehen können, würde ich vorschlagen, der Micha spielt jetzt nochmal zum Abschluss der Sendung das Hey Du und vor allen Dingen Sunny, ich möchte es dir heute widmen, hör mal hin, einfach nur, gucken, was du dir raushören kannst. Und dann möchte ich den Michael bitten, den Aufnahme-Button nicht zu drücken, also Stopp-Taste nicht zu drücken, die Aufnahme weiterzumachen. Und wenn die Musik vorbei ist, dann unterhalten wir uns gerne mal über nochmal die Unterschiede zwischen diesen beiden Wahrnehmungen. Und da können wir uns dann, glaube ich, alle noch was rausholen. Nämlich, ja, da kommt dann halt auch, was Tanker halt eben schon sagt, ihre Söhne denken genauso. Ja, ich weiß warum. Und da können wir noch ein bisschen was Klarheit rausholen heute. Ja, und in der Zeit, denn ab 22 Uhr wechseln wir in den Talkraum nach oben, weil ab 22 Uhr hier die nächste Sendung beginnt und wir die freimachen müssen, das Studio. Und dafür haben wir den Talkraum ja schon reserviert und dann springen wir alle hoch. Wir können uns auch in unserem Projektraum heute treffen, oder? Wir können uns auch im Projektraum treffen, auch möglich. Dann ziehen wir uns doch alle da unten rein gleich. Okay. Cool. Dann hey du und ja, bis nächste Woche Freitag für all die jetzt dann nicht mehr mit dabei sind. Ja, ich sage auch danke und tschüss und wie gesagt, bis nächste Woche Freitag. Okay. Also Bauchi, du hast eben gesagt, dieses Schimpfen auf die Jugend oder sowas, da fühle ich mich überhaupt gar nicht. Und das ist auch der Unterschied, würde ich mal sagen, zu den jetzigen alt- oder älteren Leuten, wie zu den 60er Jahre alten Leuten, die ja uns quasi richtig beschimpft haben, weil wir ja lange Haare hatten oder Miniröcke oder was es da alles für Ausfälle gab. Wo wir gesagt haben, selbst das Wort geil durfte man ja gar nicht sagen.
Also da waren so ein paar andere Sachen und da haben sie immer gesagt, ja, und der Krieg und hin und her und was. Und wir haben immer gesagt, ach, lass ihn mal reden, die Alten und so weiter. Ne? Aber im Prinzip, natürlich, was ich sagen will, ist, ich schimpf gar nicht auf die jungen Leute und ich sag auch, lass sie mal machen, die werden das schon hinkriegen. Also da ist schon ein Wandel auch der Älteren, glaube ich jedenfalls, zu sehen. Nur wie gesagt, trotzdem ist immer wieder die Mahnung da, passt auf Leute, dass ihr euch hier nicht über den Tisch ziehen lasst. Ich kann ja jetzt nun nicht vom Krieg reden, aber ich kann eben aus den 70er Jahren reden. Und wie gesagt, vielleicht ist da eine gewisse Gleichheit auch wieder gegeben, dass die Jüngeren auch wieder sagen, ach, was du da erzählst und alles alte Kamellen und so. Aber das liegt vielleicht im Wesen des Älteren, dass er dann eben auch immer mal ein bisschen mahnt. Das ist auch sowas, das habe ich mir als Kind auch anhören müssen. Von heute, mit der kann man keinen Krieg gewinnen, da habe ich dann entgegnet, ja, und mit euch Alten haben wir zwei verloren, ne? Ja. Und das ist aber auch wieder dieses Gegeneinander, ja, und das ist mir dann irgendwann auch klar geworden, dass die dann, ja, die haben mich verletzt, ich habe zurückverletzt, ja, super, tolles Ergebnis. Das ich machen wir ja heute nicht mehr. Organisatorisch. Darf ich mal kurz ein Timeout? Ich fühle mich hier gerade irgendwie immer noch so wie ein Moderator. Dieses Gespräch braucht keine weitere Moderation mehr, ne? Weil ich hatte jetzt gesehen, dass Tank Girl was sagen wollte und wollte darüber leiten. Das können wir uns schenken, ne? Blinkt und dann achten wir einfach drauf und dann fließt das. Genau. Danke. Schön, ja, erzähl. Ja. Jetzt ich habe auch geblinkt und fertig. Finn hört man aber nicht. Finn, dein Mund ist rot, aber es man hört. Oh. Nicht. Hallo. Hallo. Jetzt hört man mich, sehr schön. und zwar wollte ich sagen, ist doch gar keine Beleidigung oder gar keine Verletzung, wenn man zu dir sagt, hier, mit euch kann man keinen Krieg gewinnen. Ich finde das sogar ziemlich als Kompliment zu nehmen, dass Ich meine, wer will schon Krieg und so, weißt du? Also. Geil. Ja, geil. Ja, aus der heutigen Sicht, ja, das, was damals gelaufen ist, das war halt schon, da hat man sich dann gegenseitig verletzt und dann war das ja auch mit Druck verbunden. Da war ja auch dann eine Vorgeschichte, ja, du musst das machen und Zelleausbildung und tralala. Und das haben meine Eltern dann auch an mich versucht weiterzugeben und ich habe gesagt, lass sie. Sie finden ihren Weg. Das Wichtigste ist, dass sie glücklich werden. Und das ist was ich wirklich auch von klein auf meinen Kindern gesagt habe. Egal, was im Leben passiert, schaut, dass ihr glücklich seid. Ja, und nichts anderes. Und dann der eine hat halt ein bisschen länger gebraucht, bis er seinen Weg jetzt gefunden hat. Der andere ist da ein bisschen schneller. Ja, aber man muss sie einfach lassen, finde ich. Sie sollen ihren Weg selbst suchen. Und das ist das, wovor unsere Alten uns dann immer versucht haben zu schützen. Ja, und mach dies nicht und mach das nicht. Und da ist auch diese Angst anerzogen worden. Und das ist bei meinen Cousinen zum Beispiel, die leben in einer Angst, dadurch, dass die Tante immer Mama und das und das und selles und jenes könnte passieren, ja. Situationen dabei, wo dann meine Cousinen sich nicht trauen, irgendwie sich zu bewegen, weil das so tief in ihnen verankert ist, diese Angst. Und meine Kinder haben keine Angst, die sagen no risk, no fun. Geil. Ja. Ja, aber das ist nicht nur früher so gewesen. Also ich sehe es ja hier bei meinen Eltern, was sie für Ängste haben. Also ich habe sehr zwei interessante, sehr wundervolle und interessante Geschwister hier, die ihnen auch sehr andere Perspektiven abverlangen quasi. Also der eine ist ganz starker Autist und die andere würde man als ADHS diagnostizieren, wenn man sie wirklich also zu einem Arzt lassen würde. Und das sage ich jetzt nicht als Verurteilung oder so, sondern einfach, weil sie beide eine sehr krass andere Perspektive haben und einfach die Eltern auch lernen müssen, quasi loszulassen von dem, was sie für richtig halten für die Kinder und was sie als für angebracht halten. Und das eben genauso wie du sagst, dass es eben jeder seinen eigenen Weg finden muss, um glücklich zu sein. Und im Endeffekt wird das Leben dir eh passieren und du kannst nicht dein Kind vor allen Gefahren beschützen. Und es wird so oder so passieren. Und wenn du irgendwas verbietest oder so, dann
muss das Kind es eben heimlich tun und dann tut es das trotzdem und dann tut es das auch ohne dich und das ist der Unterschied, weil wir werden so oder so unser Ding durchziehen, wenn wir nicht aufgeben. Und die Sache, die Frage ist nur, ob die Eltern uns auf dem Weg begleiten möchten oder ob sie sich selbst aus unserem Leben quasi dadurch ausschließen möchten. Und da ist ein so ist der große Unterschied zu den Generationen davor, die immer noch, also ich steckte da ja auch ganz massiv noch drin, auch meinen Eltern gerecht werden wollte. Und da sind die Sausäcke uns einfach einen Schritt voraus. Die scheißen drauf. Die scheißen immer mehr drauf, was Mama oder Papa stolz machen würde und können denen vermitteln, du wirst nicht glücklicher dadurch, wenn ich jetzt über Jahre oder Jahrzehnte etwas mache, was ich nur tue, um dich glücklich zu machen. Die wissen, dass das nicht funktioniert. Das ist nämlich genau der Punkt, was Mama oder Papa stolz machen würde. Es geht nicht darum, was Mama oder Papa stolz machen würde. Es geht darum, dass sie glücklich werden. Und das ist ein Knackpunkt. Ich bin stolz allein nur, dass ich den da habe. Ohne, dass sie irgendwas geleistet haben. Das sind zwei Wunder. Das sind mir so zwei Wunder in die Wiege gelegt worden. Und dann waren sie da drin gelegen und dann haben sie Quake gemacht. Und das ist genau der Punkt. Einfach nur, weil sie da sind, bin ich. Und nicht, weil sie irgendwas ganz Tolles geleistet haben, wie man das vielleicht aus gesellschaftlicher Sicht erwartet. Das ist ein Punkt. Anmerkung, das ist gerade eine Sichtweise einer Mutter dieser neuen Kinder. Und zwar von einer, die in der Lage war, sich auf die Kinder einzulassen und sie nicht formen zu wollen und ihnen kein Ritalin in die Fresse gestopft hat, was im Gegenextrem sich zeigt. Danke für diese Sichtweise, sehr, sehr wichtig. Und ne, danke, Mama. Das ist genau das, was diese Kinder brauchen. Ihren Freiraum und die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Ja, ich meine, ihren Freiraum. Mama mit zwei wundervollen Kindern. Nur muss ich sagen, die sind jetzt beide schon erwachsen. Als der Große, in Anführungsstrichen, sehr klein war, war er ein sehr außergewöhnliches Kind, total anders als alle anderen. Und mir blieb irgendwie gar nichts anderes übrig. Ich wusste nicht, wie ich mit diesem Kind umgehen soll. Ich hatte keine Ahnung von geistiger Welt, von Engeln, von Bewusstsein, von sonstigen. Ich war einfach in dieser Struktur drin, die ich einfach von zu Hause mitgekriegt habe. Und mir blieb gar nichts anderes übrig, als mir irgendwo Hilfe zu suchen. Ja, und musste diesem armen Kind dann tatsächlich Ritalin geben. Ich habe zwar irgendwie gespürt, das passt nicht, wusste aber nicht, was ich sonst tun soll. Er ist jetzt auch sein. Das sollte auch gerade nicht anklagend sein, nicht persönlich nehmen sowas. Und ich sagte nur, das ist das Gegenextrem. Das hat alles seine Berechtigung auch. Ne? Gerade ja, wird ja klar, warum das nee, alles nötig sag war, wie es einfach, war. Es gibt einfach heute noch Leute und Mütter und Väter, die einfach nicht wissen, wie sie es anders oder besser machen können, die einfach das Bewusstsein noch nicht haben. Genau, das ist der Punkt. Und meine Tochter hat auch mittlerweile, ja, hat auch ziemlich Probleme gehabt. Und ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, ich unterstütze meine Kinder, wo ich irgendwie kann. Ich bin für sie da und lasse sie ansonsten ihren Weg gehen und halt mich raus. Es gibt aber viele Eltern, die können das nicht, die meinen, die müssen sie immer noch irgendwo reinziehen, weil man muss ja irgendwie eine Ausbildung mal machen, man muss ja irgendwo Geld verdienen und so weiter. Und ja, und dieses aus den Köpfen rauszubringen, das ist natürlich ziemlich schwierig. Und das kommt dann dazu, dass wir eben ganz viele Jugendliche haben, die keinen Bock haben, die nicht wissen, wie und wo und was sie tun sollen und total überfordert sind, weil sie das, was von ihnen erwartet wird, nie und nimmer erfüllen können. Und da kommt dann das Komasaufen und die anderen Sachen her. Ich möchte mal auf mich mal melden. Und zwar, ich habe eine Idee. Ich habe sowieso ein Thema drauf, wo ich schon drauf warte, dass ich darüber mal eine Sendung mache. Es gibt dieses berühmt-berüchtigte Das Erbe der Menschheit. Und ich habe mir über dieses Erbe der Menschheit, habe ich mir mal Gedanken gemacht. Und wenn ihr das für gut empfindet, dann bin ich gerne bereit, darüber mal eine Sendung zu machen. Weil
da kommen all diese Gesichtspunkte, die ihr jetzt anschneidet, die kriegen da vielleicht für den einen oder anderen eine ganz neue Betrachtungsweise. Weil was ist das Erbe der Menschheit? Beantworten kann es eigentlich keiner. Aber ich glaube, ich habe einen Lösungsansatz gefunden im Laufe der letzten Jahre. Und vielleicht können wir uns da mal bei einem Talk oder bei einer anderen Art von Sendung drüber unterhalten. Was haltet ihr davon? Klingt gut. Also ich würde, falls ich darf, manchmal denke ich, uns fehlen die ehrlichen Antworten. Und manchmal sollten wir wirklich da mal hingehen, wie können wir wirklich ehrliche Antworten, die ja nicht für jeden pauschal passen, aber ehrlich sind, wo man dann sagen kann, diese Antwort passt zu meinem Problem oder im Kleinen wie im Großen, dass man das mal anpackt, weil ich glaube, dieses ganz direkte, praktische hat viele Vorteile. Aus genau dem Grund machen wir gerade diese Sendung. Ja, das ist mir schon klar, aber es geht auch um ganz praktische Geschichten, wie ob das jetzt Müllvermeidung ist, ob das jetzt, wie kann ich einem Kind, was kann ich für ein Kind tun, dass ich aber weiß, an der Stelle oder irgendwo finde ich Antworten, von denen ich mir dann anschauen kann und sage, das ist das, was für mich passt, weil ja nicht immer alles passt. Oder auch praktische Sachen von Waschen bis Kochen bis irgendwas. Mir fehlen oft einfach Antworten. Es gibt halt nur die Antworten, Ritalin oder irgendwelche Krankheiten. Da nimmt man das oder das oder das. Und dass man da ja einfach auch so sowas aufbaut, zu sagen, ja, das ist, da kann ich wirklich gucken und ich habe ehrliche Antworten. Ja, die kommen ja zustande, wenn wir uns alle angewöhnen zu sagen, was wir wirklich denken. Ich hab da geblinkt. Entschuldigung. Bauchi, ganz kurz zur Erklärung. Eve hat ein Problem. Sie kommt über, die meisten wissen das schon, du vielleicht noch nicht oder hast noch nicht mitgekriegt. Sie kommt über Satellit rein und hat dadurch eine Verzögerung von etwa 3 bis 4 Sekunden. Okay, das erklärt einiges. Mal auch 8 Sekunden. Deshalb hörst du mich dann auch bei dir im Hintergrund voll krass. Bis es dann wieder bei mir ankommt, zu vergehen 8 Sekunden oder so. Was Traum der 10 eben gesagt hat, sichtweise Probleme hat sie, das Wort, und zwar Problemlösungen, ja gut, aber ich möchte sich auch etwas anpassen, wenn es genehm ist. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aufgaben habe ich gemeint, also es muss Essen hergestellt werden, Leute müssen versorgt werden, es sind Aufgaben im Leben. Nee. Ja, das sind keine Probleme. Das ist nämlich auch das, was meine Elterngeneration, immer irgendwie so vor sich hergetragen hat, wie, mein Gott, wie eine Katze in der Kirche und die Probleme auf der Welt und Probleme hier und Probleme da. Selbstverständlich ist die Welt nicht perfekt. Ja, das wissen wir alle. Aber eigentlich sind es alles Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Probleme meinte ich auch ganz anders. Wenn ich sage, ich habe eine dicke Erkältung und das Erste, was einem angeboten wird, sind irgendwelche chemischen Geschichten. Und da ehrliche Antworten zu bekommen, dass man erst diese anderen Sachen hat. Es kommt, gibt schon viel mehr, aber es gibt bei ganz vielen Geschichten, ob das Putzen oder so, ist Lösungen, die quasi unsere Welt nicht schlechter machen, weil man sie benutzt. Worauf willst du jetzt genau hinaus? Ich denke, viele Sachen kann man im Praktischen lösen und dadurch gibt es halt dieses gute Gefühl, dass es funktioniert, dass man sich besser fühlt, weil man ja da einen Abfluss hat, wo man sagt, ja okay, das geht jetzt ins Rein und dann wird es von den Würmern verarbeitet und damit hat sich die Sache. Und bei diesen ganzen chemischen Sachen, die uns als Lösungen angeboten werden, hat man immer so das Gefühl, ja, ob das dann gut ist und wie kriegen wir es wieder übers Wasser oder solche Sachen. Ja. Das Ding ist, so wie du das sagst, klingt es ein wenig, als würdest du das hier vermissen.
Also bei mir ist es so, dass ich das in vollem Umfang gerade selber wahrnehme, dass wir das gerade umsetzen, wovon du sprichst. Das Ding ist, dass es hier vor allen Dingen um Denkmuster geht, die sich ändern müssen, bevor wir überhaupt in der Lage sind, etwas anderes, eine Alternative zu unserem angewohnten Verhalten zu sehen. Und das passiert gerade in diesem Moment durch diese Gespräche. So, und in der Umsetzung bedeutet das für mich halt eben auch, vor allen Dingen, weißt du, das ist halt in Bezug auf dieses On-Mind-Gaming, das ist letztendlich in deiner Terminologie das Träumen, geht es halt explizit darum, auch so ein bisschen mit den Vorlagen von Castaneda zu arbeiten zum Beispiel und anderen, die übers Träumen geschrieben haben, sehr wertvolle Sachen, um halt eben wieder bewusst und klar in der Birne zu sein und das, was wir da tun, halt eben voll bewusst tun zu können. Und das passiert vor allen Dingen in unseren Köpfen, deswegen finde ich diese Form von Radiosendung halt eben auch sehr hilfreich und heilsam, weil wir hier nämlich Lösungen finden, in unsere Köpfe rein, die wir dann ab morgen sehen und umsetzen können, eventuell. Die mal größer, mal kleinere. Aber da sind, ich denke mal, diese Sachen müssen parallel laufen. Es gibt die Leute, die wach werden oder wach sind, und es gibt die Leute, die nicht wach sind. Und die kann man halt erreichen, indem die quasi praktische Dinge in ihren Alltag einfließen lassen können, ohne sich selber in Frage zu stellen, weil die noch gar nicht so weit sind. Ja, aber das ist ja nicht unser Problem. Da sind wir schon wieder bei den anderen, und ich rate im Moment dringend dazu, die anderen mal die anderen sein zu lassen. Weil uns das ständig davon abhält. Das Beste, was wir für die tun können, ist, das vorzuleben, von dem wir ihnen die ganze Zeit erzählen, dass es sinnvoll wäre, das zu tun. Und aber dadurch selber damit beschäftigt sind, denen was zu erzählen, denen was zu zeigen, statt uns auf völlig... Aha, und das ist nicht egoistisch, Entschuldigung. Nein, das ist dienlich. Nee, wenn das für die Gemeinschaft dienlich wäre, wäre ich halt damit einverstanden. Ja. Ja, aber wenn es der Gemeinschaft nicht dienlich sein sollte, dass jeder erstmal wieder zu sich selbst findet... Und auch zu den Lösungen zu seinen Problemen, weil die sind immer sehr individuell in jedem Einzelnen veranlagt, dann ist das, glaube ich, schon sehr, sehr gemeinnützig, wenn wir mal wieder lernen, uns auf uns zu konzentrieren, vor unserer Tür zu fegen und in dem, was wir im Draußen sehen, unser Innerstes gespiegelt sehen. Und dann okay, das ist das Spielball hin und her halt irgendwie, und das mir klingt ein bisschen zu viel Egoismus dadurch, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt durchaus ein Egoismus da drin. Der ist auch nötig. Allerdings wird der durch einen genauso großen Altruismus wieder aufgewogen. Aber ein gesunder Egoismus ist absolut nötig, wenn man zu sich selber finden will. Also würde ich gerne was sagen. Da. Bitte. Ja, und zwar laufen ja die meisten Menschen mit einem leeren Glas rum aktuell oder fühlen sich leer und ihr Glas ist nicht aufgefüllt. Und bevor wir anfangen, irgendwem anders irgendwas einzuschenken, müssen wir erstmal unser eigenes Glas auffüllen. Und von da aus haben wir dann Fülle, und von da aus können wir dann auch wirklich den Menschen das geben, was gerade in dem Moment richtig ist und was sie gerade brauchen. Und und wenn beide Gläser eingeschenkt sind, dann geht's mir halt schlechter, weil mein Glas halt weniger gefüllt ist. Nee. Das ist ja das Problem. Weg, das also das ich ja... sehe das ein bisschen anders halt, ja. Natürlich ja, muss es mir gut gehen, irgendwie, dass ich was weiterschenken kann. Das ist ja gar kein Thema, ja. So, aber irgendwie kommt mir das immer so wie so eine Selbstverherrlichung vor, ja. So. Ja, so ist das. Darf ich auch nochmal einen Blickwinkel einwerfen? Darf ich mich mal vordrängen, ausnahmsweise? Ja. Weißt du, ich sehe es aus einem anderen Blickwinkel. Weil ich sage, letztendlich ist es nicht möglich, einem anderen Menschen zu sagen, wo sein Selbstbewusstsein liegt. Er muss es selbst finden, er muss also in sich selbst. Und auf diesem Weg zu dem Selbstbewusstsein, das kann nur jeder Mensch für sich alleine finden, und das kann nur jeder Mensch für sich entscheiden,
Da gibt es keine Möglichkeit der Indoktrination oder der Beeinflussung oder der Vorgabe. Man kann es vorleben, man kann es als Beispiel, man kann ein Beispiel sein. Aber letztendlich muss das jeder Mensch alleine tun. Und ich denke mal, auch wenn sich das nach einem Egoismus anhört, aber dieser Weg ist nur in diese Richtung gehbar. Alles andere glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Weise zielführend sein kann. Ja, siehst du, so, auf jetzt. So, dann hast du am Anfang mal gemacht, so, dass du jetzt meinst, halt, du bist irgendwie zielführend oder so. Das ist ja ganz schön. Das sei dir auch unbenommen, sag ich dann immer zu. Aber ja, eigentlich glücklich kannst du nur sein, wenn andere davon auch partizipieren oder? Und du mitteilen kannst, so irgendwie und da Ambrosia. Irgendwie ein Geben und Nehmen ist. Ambrosia, ich habe nicht gesagt, dass ich zielführend bin. Ich habe nicht gesagt, dass ich zielführend sein werde. Du hast gesagt, dass das zielführend wäre. Nein, ich habe gesagt, dass es zielführend ist. Das hat aber nichts mit meiner Person zu tun. Das heißt nicht, dass ich zielführend bin. Ja, sondern es kann zielführend für jemand anderen sein. Nein, ich weiß, dass du schwammig bist. Also es geht ja bei mir auch gar nicht darum, dass ich sage, irgendwem was überzustülpen, sondern es geht darum, dass man oder dass ich für mich selber quasi oft davor stehe und sage, diese und jene, da brauche ich eine Alternative. Und wenn man diese parallel als ganz einfach nur praktische Impulse reinsetzt, bekommt man auch viele Impulse zurück, so dass man für sich selber viele Dinge dann gerade in dem praktischen Bereich auch anders sehen kann. Das ist halt sind halt zwei verschiedene Stränge im Leben. Das eine ist quasi das tägliche Leben, wo ich sage, ich muss spülen, ich muss irgendwas zu essen zubereiten und diese Sachen. Und das andere ist halt dieser Weg ganz in dieses Miteinander. Und das ja, kann aber das Schöne ist doch irgendwie, wenn man alles machen kann, irgendwie und die anderen können daran partizipieren, dann macht das Ganze noch viel mehr Spaß. Ich sag dann auch eben. Immer, wenn meine, sag doch mir doch einfach, sag der Mutti einfach mal Danke, sag ich, dann macht das Bedienen viel mehr Spaß, oder? Sag ich, ich mach's ja sowieso, ne? Aber das ist eine nette Aufforderung oder ein netter Dank halt, ja. Ja, und mir geht's halt wirklich um die ganze Praxis. Ja, und so geht's auch so weiter auch. Ja, ich meine, ich bin doch nicht allein hier auf den Planet gekommen, irgendwie um mein Ego zu formen, immer ständig. Also, ja, wo kommen wir denn hier hin dann? Ja. Ambrosia, das sind wir ja schon. Du tust irgendwie so, als würdest du uns widersprechen, aber du tust es nicht. Du erweiterst letztendlich einfach, also eigentlich reden wir vom Gleichen. Ich weiß nicht so ganz. Irgendwie vielleicht habe ich ja, ich weiß noch nicht, ob ich dich für voll nehmen kann. Erzähl weiter. Du sollst nicht mich für voll nehmen, das tue ich. Du solltest dich für voll nehmen, aber wenn das so egoistisch ist, dann wissen wir jetzt gerade, wo der Knackpunkt beim Missverständnis lag. Ich glaube, das habe ich doch gut erklärt halt. So irgendwie. Ich kann dann im Endeffekt, ja, natürlich, am Anfang steht mein Egoismus klar. Ich muss mich aufbauen, bla, ich muss mich positionieren, klar. Aber ich kann doch nicht glücklich werden, irgendwie, wenn die Welt in Trümmern liegt irgendwie und mich in meiner Einfachheit da mit einem Egoismus da zurückziehe halt irgendwie. Und wenn ich das nicht teilen kann, so, das sollte doch der Weg sein. So, das so, ja, das habe ich jetzt tausendmal gesagt, oder? Finde einfach den Mittelweg. Ja, eben, und so, und das sollte man auch eigentlich Egoismus vermitteln. Äußert sich Umgang, aber das sollte man auch vermitteln, selbst. So. Guck mal, Ambrosia, wenn du dich ständig zulaufen lässt und dann hier Gesprächen folgst und dann vielleicht, weil du alkoholisiert bist, das nicht mehr ganz mitbekommst. Und vor allen Dingen, ach Mann, du tust dir da echt selber nichts Gutes bei. Aha, jetzt werde ich dir angegriffen. Deine Sache, wenn du das so willst. Nee, kann man ja nichts machen. Ich kenne das, verstehst du? Ich kenn das. Kann man hinreden, was man will und sagen, was man will. Die Leute, die wollen das dann schäbig aufnehmen, weil sie halt eben gerade auf Alkohol sind. Das hat doch in dem Moment gar nichts damit zu tun. Das ist einfach nur, sie sagt das schon richtig und sie denkt vielleicht, dass wir mit dem Egoismus, den wir jetzt hier meinen, uns dann zurückziehen würden. Aber im Endeffekt gibt es uns die Selbstsicherheit dann, wirklich rauszugehen und auch was wirklich zu tun. Und ja, macht ihr das dann auch oder was? Ist das Gelaber da irgendwie? Ist das so ein Elfenbeinturm, den man sich selber baut? Ja, Entschuldigung. Also, bin fertig. Aber ich mache das seit Jahren jeden einzelnen Tag. Ich mache dieses Online-Zocken, das mache ich einfach schon seit Jahren. Trainiere ich das, übe ich das. Ganz bewusst diese Dinge, von denen wir hier gerade sprechen, in
praktische Erfahrung umzusetzen. Und das Geile daran ist, das kannst du wirklich tun, wo immer du gerade bist. Dafür musst du nichts in deinem Leben ändern. Du fängst ja, ich kenne das, Telefon und Fernsehen ausschalten und im Garten arbeiten. Brauchst du gar nicht. Ich kenne das alles. Mach nichts nur, weil irgendjemand gesagt hat, du musst das. Ja, doch, mach was. Nee, fang an, dich zu beobachten. Aber das ist auch wieder was, da versteckt sich dann quasi hinter dem Egoismus. Deswegen überdenk das mit dem Egoismus ruhig nochmal für dich selber. Nicht für, also, ne, und wie gesagt, du musst nicht mich ernst nehmen. Ich bin irrelevant in deinem Leben. Du bist sehr schön, sehr schön. Genau bist du. Und das ist halt eben genau der Punkt. Jeder andere sollte genauso irrelevant sein, wenn es um dich geht. Und das versuchte eben der Film. Wie kommen wir denn dann zusammen, Bauchi? Bitte? Wie kommen wir denn dann zusammen, Bauchi? Also jetzt haben wir das alles geklärt mit dem Ego und dann müssen wir da irgendwie zusammenkommen oder sonst wird das hier nichts. Ja, um den Mittelweg zu finden, lass es uns rausfinden. Das ist halt eben das, wenn ich sage, ja, habe ich gerade keine pauschale Antwort für. Aber wenn wir beide das Interesse teilen, zusammenzukommen, einen Mittelweg zu finden und es trotz verschiedener Sichtweisen schaffen, nebeneinander zu gehen und bestimmte Dinge einfach zusammen zu machen, dann wird sich zeigen, wie das dorthin kommt. Und dann würde mich auch sehr interessieren, wie das aussieht. Wenn es soweit ist, können wir die Geschichte erzählen. Ja, das ist eine schöne, schwammige Antwort, danke. Ja, aber die klarste, die ich dir geben kann, weil jeder andere wäre aus der Luft gegriffen, irgendetwas gewesen. Wenn du gesagt hättest, vermessen oder so, dann wäre ich noch zufrieden gewesen. Ja, oh gut, okay. Was Bauchi jetzt, wie heißt es, meint? Wie hast du es genannt? Meint? Heißt? Mean? On-Mind Gaming. Ach, On-Mind Gaming. Entschuldige. Das kenne ich. Das ist so, wenn man seine Persönlichkeit spaltet halt irgendwie und meint dann halt, komm mal weiter. Das kenne ich unter folgendem Synonym oder Begrifflichkeit. Das Leben ist ein Spiel und du bestimmst den Einsatz. Und wenn dein Einsatz ist, hier zu sein, dann überleg, wie viel du da drauf legst. Das Leben ist ein Spiel und du bestimmst den Einsatz. Denkpause. Ach genau. Und wie viel Plattitüden und wie viel Egoismus ich an den Tag legen sollte. Ja. Darf doch jeder so egoistisch sein, wie er will. Es ist heute sowieso. Und du darfst dann für dich entscheiden, ob du das dann auch sein möchtest oder nicht. Ist doch scheißegal, was die anderen im Endeffekt tun. Ja, ich wollte damit nur sagen, dass ich ja doch schon partizipiere und mich wohlfühle halt irgendwie in der Gemeinschaft halt irgendwie wenn geben und nehmen irgendwie ja passen ja, also halt. Ja, ne? Da fühle ich mich auch total wohl. Und nicht allein profilieren muss oder so, ja. Das heißt ja nicht, dass wir dann alleine sind. Ganz im Gegenteil. So, dass wir uns einfach mit uns selbst wohlfühlen und dass wir einfach dann auch dieses Geben und Nehmen und auch diese Gemeinschaft haben. Das ist ja, es widerspricht sich ja nicht, es ergänzt sich ja nur. Ja, das Problem ist auch, wenn man diesen Egoismus identifiziert, also sich erklärt. Für jeden ist Egoismus vielleicht ein bisschen was anderes. Und wenn jeder eine andere Anschauung hat von diesem Wort oder eine andere Assoziation, dann kommen natürlich widersprüchliche Dinge raus. Also ich finde, ein gesunder Egoismus ist schon wichtig. Denn wenn ich mich um mich nicht kümmere, und mir nicht wert bin, dass es mir gut geht, wie kann ich dann von mir erwarten oder glauben, dass ich möchte, dass es anderen gut geht? Wenn ich anderen einfach nur irgendwas Gutes tun will, nur um dann von denen was zurückzubekommen, also das ist auch nicht der richtige Weg. Ja, aber wie kann ich, und ich gefüllt bin, ja, und es geht mir gut, ich fühle mich wohl, dann kann ich teilen, dann habe ich was zum Teilen und dann macht ja, mir Teilen Spaß und Freude. Ja, aber wie kann ich denn egoistisch sein und sagen, okay, so, ich habe jetzt alles genommen irgendwie, mir geht's gut irgendwie, an der Partizipierende halt nicht, ich bin halt so auf der Ego-Schiene halt irgendwie und ja, da denke ich schon, also mein höheres Bewusstsein oder meine höhere Mitteilnahme oder wie auch immer ist dann schon so, ja, wenn es mir gut geht, dann gebe ich das auch weiter, dann geht es auch anderen gut so irgendwie und dann bin ich auch in der Gemeinschaft und dann geht es allen gut eigentlich. Und so, und dann kriege ich es wieder zurück und dann geht es mir richtig gut eigentlich, ja. So allein kann es mir eigentlich nicht wirklich gut gehen.
Ja. Also nur für den Start oder so, aber sonst nichts. Also ich würde es auch lieber gesunden Egoismus nennen. Und wenn jemand eine Weile einen Extremismus ausgelebt hat, ja, habe ich schon beobachtet an Leuten, dann sind die irgendwann sehr, sehr einsam. Ja, ja, ja. Also es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die egoistisch sind, in dem Sinne, dass sie immer nur nehmen und nie geben. Und es gibt da, und also ich sehe egoistisch eher als, dass ich nur das tue, was sich für mich im Inneren stimmig anfühlt. So. Ja, das ist, was sich rentiert. Nicht rentiert. Es geht hier nicht um rentabel. Ja, im Sinne gut, von, dann bist du ja schon mal eine Nummer besser. Aber andere, da geht es wirklich nur darum, was sich rentiert halt, ja. Ob sie sich gut dabei fühlen, ob sie sich gut aufgehoben fühlen, bla. Geben müssen sie eigentlich weniger. Sie wollen eigentlich nur empfangen, ja. Naturdesign möchte was sagen, aber vorher hatte Ibania sich noch gemeldet. Also, wenn du, Ambrosia, wenn du so negativ denkst über die Leute, die Egoismus für dich ausstrahlen, dann frag dich mal, warum dich das so aufregt. Ja? Dann hat es auch irgendwie was mit dir zu tun. Also, absolut. Ja, also wenn ich egoistisch bin, ja, dann habe ich einen Mangel. Ja, wenn ich praktisch nur versuche zu nehmen und zu kriegen, dann nur aus Angst, dass ich nicht genug bekomme, dann habe ich einen Mangel in mir. Wenn ich diesen Egoismus aber so anwende, dass ich sage, okay, ich tue jetzt das, was mir gut tut, ja, um es dann weitergeben zu können, ja, und um später niemandem zur Last zu fallen, weil ich dann mir selbst genüge und niemanden mehr brauche, dann ist es ein gesunder Egoismus. Und naja, ich kann ein Lied von sich. Ja, ja, klar. Du gibst und die wird genommen. Ich weiß, ja, ja. Das habe ich zu viel gemacht, ja. Naturdesign wollte auch noch was sagen. Ja, ich möchte zu dem Egoismus noch was sagen. Und zwar gibt es den Egoismus in der Gedankenwelt und den Egoismus in der Handelnswelt. Und in der Gedankenwelt, um Entscheidungen zu treffen, ist der Egoismus gesund. Im der Handelnswelt ist der Egoismus nicht angesagt. Ja, ich will da nicht widersprechen. Mir geht da gerade noch eine andere Sache zu durch den Kopf. Ich habe gesunden Egoismus als welchen kennengelernt, in dem für mich halt eben, wie der Finn das gerade schon gesagt hat, alles stimmig ist. Das ist einfach, ich möchte meine Ruhe haben. Das ist ein Geburtsrecht, was ich auf dieser Erde habe. Und das fordere ich nicht ein, sondern ich bestehe darauf, es umsetzen zu dürfen und tue das. Ungeachtet dessen, was irgendjemand will. Und es gibt für mich nichts wichtiger als meinen persönlichen Frieden. Und dann ist das halt nämlich so, dass es sich dadurch zeigt, wenn ich ungesund egoistisch bin, leidet irgendjemand darunter und automatisch ich mit. Da habe ich mir auf den Füßen gestanden. Das war ungesund egoistisch. Und wenn das nicht passiert war, war alles im grünen Bereich, dann war ich meine Priorität und alle haben tatsächlich sogar noch was davon gehabt. Dann ist das nämlich ein Unterschied, ob ich eine Belastung für mein Umfeld bin, das Energie saugt, oder ob ich halt eben in mir Ruhe, Energie in mir aufbauen kann und höhere Ansprüche habe ich ja gar nicht. Und dann aber derweil... Also bist du wieder nur dort bei Hirn, kannst gar nichts geben, ne? Nee, ich tue nichts von dem, was ich tue, für andere. Und dennoch haben die meisten ständig was davon. Das ist das Lustige. Ich tätowiere dann zum Beispiel. Aber das tue ich nicht aus irgendwas, sondern weil ich da gerade Bock drauf habe. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, tätowiere ich gerade nicht. Das heißt, ich mache das, was mir Spaß macht, und jemand anders hat was davon. Wenn du jetzt den Acker bebauen würdest oder so irgendwie was Gemüse anpflanzen würdest, dann würde ich ja zu dir aufgucken, aber so, nee. Ich kann für mich selber sorgen durch meinen gesunden Egoismus. Ich kann auf eigenen Füßen stehen. Und dann finde ich sogar zwischendurch Zeit, Acker anzubauen und die Blumen zu gießen und den Wecker auf 7 Uhr, Viertel vor 7 morgens zu stellen über Wochen, bloß damit ich vor der Sonne die Blumen gießen kann. Das obwohl ich eigentlich nicht lange schlafen könnte. Ach, so mit 2 kleinen Kindern, ja.
die habe ich halt eben nicht und ich könnte eigentlich bis in die Puppen schlafen. Aber weil ich halt für alles andere gesorgt hatte, konnte ich das halt eben machen. Und nicht arbeiten gehen am Fließband als Gegenbeispiel, wo ich jetzt keinen angreifen möchte, der hier am Fließband Spaß hatte, den gratuliere ich, aber die sind meistens eher in der Minderheit. Den meisten macht das keinen Spaß und die meisten machen solche Arbeiten, weil sie es müssen und keine andere Wahl haben. Und ja, dann, hatte ich auch da. Gratulation, du hast einen Job am Fließband. Ich sage, ja, ja, toll, das ist aber ein Scheißtag. Endlich hast du Arbeit, hat er dann zu mir gesagt, da irgendwie, ne? Der war bei der Bundeswehr irgendwie, der ist ja nachher da, ja, Ingenieur geworden, ne? So, ich habe gesagt, ich könnte kotzen, sage ich, ey, so ein schlimmer Tag, sage ich, ne? Und dann, ich glaube, ich habe das da irgendwie eine ganze Woche durchgehalten oder so. Und da habe ich gesagt, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ne? Also ich sage, ja, da gebe ich, doch meinen Geist auf und alles Mögliche gebe ich da auf und du sagst hier zu mir so, toll, du bist Arbeiter, wunderbar, ja. Sag ich, nee, das ist nicht mein Weg. Die ist so genau da, gib mal Kontrolle. Ich kann mir das nicht mehr antun. Sag, was du zu sagen hast. Jetzt ist er weg. Immer. Ja, kann, ja. Ne, sowas passiert. Ja. Aber da wollte ich auch noch kurz was zu sagen. Ambrosia, wenn dir hier irgendwas spanisch vorkommt, dann bitte ich dich, entweder so lange zuzuhören oder einfach Fragen zu stellen, aber nicht in Frage zu stellen, was du hier mitbekommst. Hier, dieser Raum ist explizit geschaffen worden für Leute, die ein ganz bestimmtes Spiel spielen möchten und da halt eben gerne weiterkommen möchten. Wenn du dich damit nicht hundertprozentig wohlfühlst, ist das ein Indikator dafür, dass du unter Umständen deine Zeit gerade einfach woanders verbringen solltest. Nämlich da Moment, erklär mir mal kurz irgendwie, wie das Spiel funktioniert. Lies das Buch. Ich kann dir gerade nicht anders schneller sagen. Lies das Buch, es ist online verfügbar. Du kannst. Jetzt müssen wir aufschreiben oder was? Oder kannst du reinschreiben? Ich versuche mal gerade den Link in den Chat zu stellen. Ich mache da mal mein Ding. Wenn noch jemand anderes zu sagen hat, Finn, geht dir was? Was geht Finn gerade durch den Kopf? Ich kann mich durchaus zurückhalten. Also. Ich war gerade einfach auf Standby-Modus und habe einfach mal zugehört, so hab nicht wirklich viel gedacht. Ja. Ich find's halt schön, dass man trotzdem zuhören kann, so, und dass sie auch ihre, auch wenn sie jetzt so vielleicht noch gar nicht das Buch so gelesen hat und so, Man kann halt trotzdem zuhören, ohne wegrennen zu müssen und auch ihre Perspektive sehen. Und ich sehe da eigentlich gar nicht so viele Widersprüche. Ich glaube, sie sieht da viel mehr Widersprüche, als wir da sehen. Und das ist auch völlig in Ordnung und ich verurteile auch gar nichts. Und das ist einfach, ja. Danke. Ich weiß ich auch, dass niemand irgendwo falsch ist. Also so bist du in diesem Moment hier auf jeden Fall auch richtig. Nur wollte ich dir das einfach generell sagen. Das hat nichts mit dir zu tun. Aber wenn du irgendwo merkst, so, also irgendwie ist hier gerade nicht Ruhe, oder es ist eine Ruhe und ich störe sie, das passiert mir auch manchmal, dann merke ich, hier bin ich gerade irgendwie nicht am richtigen Fleck. Und dann merke ich auch, dass es mir selber gar nicht so gut geht deswegen. Und ich habe solche Orte angezogen, als es mir nicht bewusst war. Und aber als es mir bewusst wurde, hatte ich eine Möglichkeit, darauf zu achten und bin dadurch immer mehr mit Leuten um mich herum konfrontiert, ist das falsche Wort, umgeben gewesen, die in allen möglichen Bereichen gleiche Interessen hatten wie ich. Und das ist auch was mein Leben unheimlich interessant gemacht hat, weil ich dadurch halt eben Zugriff auf sehr viele Sichtweisen bekommen habe und sehr viele Sachen, die andere Leute schon erlebt und ausprobiert haben und mir Dinge zeigen konnten, die mein Verstand vorher nicht zu fassen in der Lage gewesen wäre. Und Ambrosia, ich habe dir gerade den Link in den Chat reingesetzt. Wenn du möchtest,
lies das Buch und dann wirst du wissen, worum es hier in diesem Raum geht. Also das ist für diesen Raum einfach zwangsläufig nötig, die Einleitung zu lesen. Dieses Buch ist im Prinzip das Tutorial. In dem Buch steht, worum es hier geht. Ja, ich hoffe, das hat ein bisschen mit Natur zu tun. Schau es dir einfach an. Ja, es ist auch sehr wichtig, dass wir hier für diese Kommunikation uns auch wirklich alle als gleichwertig ansehen und dass wir nicht sagen, ja, er hat jetzt das und das gesagt, deswegen ist er jetzt weniger wert oder wird als weniger vollgenommen, weil im Prinzip hat jeder sein eigenes Programm laufen und ob das jetzt schlecht oder gut für ihn selber ist, das hat er allein selbst für sich zu entscheiden und darüber fällen wir kein Urteil. Und wir können da gerne, falls er das möchte, Alternativen anbieten und das tun wir hier auch, indem wir diese Gespräche führen über alternative Denkvorgänge, über alternative Sichtweisen. Also alternative Gesprächsformen oder was? Was meinst du? Also was sind jetzt die Alternativen für eingefahrene Sichtweisen? Na, dass man es als anders wahrnimmt, indem Leute, die andere Sichtweisen haben, einfach ihre Sichtweisen präsentieren, so wie wir es auch vorhin im Gespräch getan haben. Ach so, also ja, es klang ja so, wenn du eine Person hast, deren Sichtweise euch nicht gefällt zum Beispiel. Ja, dann lässt es einfach so stehen, es gefällt dir nicht und das war's. Also das ist dann seine Sichtweise, die dir nicht gefällt und du musst sie nicht für dich annehmen. Du siehst sie als seine Sichtweise und das war's. Und wenn du darin etwas findest, das die dich bereichert, dass es dir ermöglichen würde, dein Leben auf eine schönere Weise zu leben. Ja, genau, diese Möglichkeit ist ja auch immer, ne, so dass da immer noch irgendwie trotzdem was Positives drin steckt. Ne? Das vergisst ja, genau. Man ja oft so oft. Ne? Ja, das kannst du dann einfach für dich rausnehmen und das bereichert dich dann. Und wenn du darin nichts findest, dann tust du halt eben für 5 Minuten, während diese Person redet, irgendwas anderes im Internet machen. Ist ja nicht so, dass wir hier nichts zu tun hätten. Ja, das ist Alter, ich lieb dich dafür. Ja, so gut, ist, ey. Hammer, was für eine Bereicherung. Hört dem Perl beim Reden zu, ey. Nee, müsst doch Spaten in die Hand nehmen. Fertig, aus Ende. Komm. Ja, erstmal reden wir. Erstmal gibt's ein Update. Weil jetzt die Programme, die jetzt laufen, ihr seht, was die angestellt haben und ihr seht, was die für eine Gesellschaft produzieren. Deswegen gibt's erstes Update. Erst kommt jeder auf den Stand, der für ihn angenehm ist und dann werden die Spaten in die Hand genommen, weil sonst schaufen wir wieder falsch und oder nicht falsch, sondern einfach so, wie wir es eigentlich nicht im Endeffekt haben möchten. Deswegen habt ihr keine Ahnung, Gespräche. Aber ich kann euch was erzählen davon. Ja, ja. Ah. Da sind wir aber wieder bei dem Bild mit dem Menschen, der auf dem Ast sitzt, an dem er sägt. Wenn wir nämlich jetzt die Spaten einfach so, wie wir es gewohnt sind, in die Hand nehmen würden und drauf losbuddeln, ohne das Update, von dem der Film gerade spricht, dann würde das letztendlich nichts weiter hervorbringen, als dass wir weiter an dem Ast sägen. Das ist das Ding. Deswegen ist das Update, von dem Film gerade spricht, wichtig und das wird auch in dem Buch deutlich. Deswegen legen wir jetzt alle erstmal alles hin und hören erstmal kurz auf zu sägen und sind einfach erstmal kurz bei uns und mit anderen alle versammelt und sprechen einfach. Und wir einigen uns alle gemeinsam, weil jeder wirklich dazu beitragen kann, durch seine Perspektive etwas dazu beizutragen, weil jeder einfach eine andere Lebenserfahrung gemacht hat und jeder irgendwas anderes besonders erfahren hat, dass er dann dazu beitragen kann und dann daraus, aus diesem kollektiven Gehirn quasi, weil jeder einzelne von uns quasi dann als eine Zelle in einem Gehirn fungiert, dass wir dann alle zusammen, weil eine Zelle kann nicht allein das ganze Gehirn zum Laufen bringen und ein Mensch kann nicht ganz allein die ganze Menschheit zum Laufen bringen, aber zusammen können wir, indem wir uns einfach darüber austauschen, indem einfach, wie im Gehirn auch, die elektrischen Impulse ausgetauscht werden. Das ist so, als wären wir alle jetzt gerade ein Gehirn und als würden wir nur mit ganz beschränkten Teilen unseres Gehirns überhaupt kommunizieren und dann nur, weil es auf der rechten Gehirnhälfte ist, wollen wir dann nicht mit ihm kommunizieren, weil er von einem anderen Land kommt und das ist ja schlecht und so. Das gibt's einfach jetzt alles nicht mehr, das wischen wir jetzt einfach alles weg und jeder hört einfach jedem zu und jeder halt einfach gemeinsam diesen Weg dorthin finden und dann, wenn wir es herausgefunden haben, was wir als Weg gehen möchten und was wir als Weg sehen, der wirklich als Konsens, als gemeinsame Zusammenstellung quasi das Ergebnis ist, das wir dann wirklich für die Erde dann haben möchten, dann nehmen wir wieder die Schaufel in die Hand und dann fangen wir an, was zu tun und dann tun wir nicht mehr den Stamm absägen, sondern dann tun wir auch wirklich den Baum pflegen und lieben. Dann tut aber nämlich auch wirklich jeder, was er wirklich und nach mal kurz drüber nachdenken
für richtig hält, dann wird es keine, das ist nämlich, das ist wie eine wirkliche Basisdemokratie funktioniert. Da braucht es keine Gesetze und Vorgaben nach Mehrheit, sondern da ergibt sich aus dem Handeln frei denkender und völlig in der Entscheidungsfreiheit uneingeschränkter Menschen, ergibt sich aus ihrem Handeln die Lösung. Wenn jede einzelne Zelle sich frei bewegen kann, das ist überall um uns herum in der ganzen Natur so. Nur bei uns Homo sapiens ist das irgendwie so ein bisschen verknotet. Da gibt es Gründe für. Und die liegen in unseren Denkmustern begraben, in unseren Überzeugungsmustern. Und genau das ist das, wo wir zuerst, da müssen wir müssen in uns anfangen, wir müssen unsere Gedanken mal beobachten und verstehen lernen, was nichts Übermenschliches ist. Wenn man die einfach ein Weilchen anguckt, dann kriegt man auf einmal ganz große Augen und guckt sich das immer weiter an. Dann will man es nämlich immer wissen, weil da geht es um einen selber. Und das ist auch wieder was, wo gesunder Egoismus sehr, sehr dienlich ist, sich die Zeit zum Beispiel dafür zu nehmen und jemandem, der, von dem man sowieso den Eindruck hat, der nutzt es aus, dass ich eigentlich nie Nein sagen kann, eben doch mal Nein zu sagen und sich selber die Zeit zuzugestehen, sich mal aufs Sofa zu setzen und einfach mal nichts zu tun. Gar nichts. Man nur da sitzt, bloß um da zu sitzen. Und dann zu gucken, was passiert in einem, wenn man mal tatsächlich zur Ruhe kommt. Und die Zeit, die kann sich tatsächlich jeder auch dreimal, also, hey, das könnt ihr auf dem Klo machen. Jedes Mal, wenn ihr auf dem Klo sitzt, könnt ihr die Zeit, außer zum Pipi und AA machen, auch noch nutzen, um zur Ruhe zu kommen. Das ist was wie eine Meditationsübung. Und das ist unheimlich hilfreich. Und letztendlich geht es genau darum, im Moment erstmal zum Ruhestand zu kommen und dann aus einer Ruhe heraus uns den gleichen bestehenden Problemen, die werden sich dann auch nicht in Luft aufgelöst haben, zu widmen. Und dann lösen sie sich in Luft auf, weil in Ruhe finden wir tatsächlich die Problemkerne. Das heißt, ein bestimmtes Verhalten, das die Probleme hervorbringt. Und wenn wir dieses Verhalten einfach in ein Gegenteil umsetzen oder etwas anderes, was produktiver ist und keine Probleme hervorbringt, dann entstehen diese Probleme tatsächlich gar nicht. Und dann ist durch eine Änderung in der eigenen Verhaltensweise tatsächlich eine Änderung im Außen möglich. Aber deswegen, lasst die Spaten bitte gerade alle fallen. Alles in der Materie hört auf, irgendetwas zu tun. Und fangt an zu denken und zur Ruhe zu kommen. Und dann haben wir ganz andere Möglichkeiten auf diesem Planeten. Und die werden uns sehr, 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 sehr schnell sichtbar. Und das heißt jetzt auch nicht, dass ihr einfach aufhört mit allem. Und obwohl ihr das auch tun dürftet, ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr eure Arbeit aufgeben müsst und eure Familien, obwohl ihr das auch tun dürftet, ja. Sondern ihr macht einfach erstmal weiter, aber versucht erstmal nicht irgendwas zu verändern, sondern kommt erstmal zu euch, bevor ihr irgendwas im Außen dann... Oder ihr könnt auch erst was im Außen verändern und euch zurückziehen, ja? Also es ist... nichts Falsches machen. Genau. Immer das, was sich für dich im Moment stimmig anfühlt. Wenn du jetzt, um zur Ruhe zu kommen, deine Arbeit aufgeben musst, dann tu das. Und wenn du es nicht tun musst, dann bleib einfach weiter und versorg einfach weiter, was du gerne versorgst. Und wenn du es nicht tun kannst und wenn du überhaupt keinen Frieden findest damit, dann brich's einfach ab und irgendwie wird es immer einen Weg geben, durchzukommen. Aber um auch in die Aktion zu treten. Da muss ich sagen, das Thema, ich wurde sozusagen gezwungen, zur Ruhe zu kommen. Und zwar durch meinen Körper, weil der hat mir jahrelang Signale gegeben, die ich einfach missachtet habe, aus negativen Gedankenmustern, Verhaltensmuster raus, Stärke zeigen und bla bla bla, alles drum und dran. Und nachdem ich dann gezwungen wurde, praktisch nicht mehr arbeiten gehen zu können, hatte ich mal Zeit und konnte mich um mich kümmern, konnte mal einen gesunden Egoismus entwickeln und habe dann auch mal erkannt, was da in mir alles so für Programme gelaufen sind, was ich alles übernommen habe von Mama, von Papa, von der Gesellschaft, von was man eben so tut und muss und soll,
und so weiter. Und deswegen, ich glaube, es ist schon wichtig, einfach mal nichts zu tun und in sich reinzugucken. Es ist teilweise erschreckend und es tut manchmal auch richtig weh zu sehen, was man da so immer gedacht hat und fabriziert hat. Aber ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man durchgeht und das annimmt und akzeptiert, was in einem da drin ist, weil es ist ja eh da, ja, dann kann man es auch tatsächlich lösen und dann kommen plötzlich wie aus heiterem Himmel im Außen Menschen, Gelegenheiten, um andere Sichtweisen zu kennen, zu finden, dann öffnen sich plötzlich Türen und es geht immer irgendwie weiter. Womit wir wieder beim Gesetz der Anziehung sind. Und das könnt ihr anders nutzen, als The Secret es euch erzählt. Ihr könnt es in der Anwendung ganz anders nutzen. Wenn Spaten in die Hand nehmen erwünscht ist, können wir das tun. Und es ist auch immer wieder schön. Deswegen gebe ich da gerade mal einfach einen Tipp, was wir ab morgen machen können. Und dann reden wir nächste Woche über die Erfahrungen, die wir in der Woche gemacht haben. Hausaufgaben quasi. Oder einfach ein Spiel im Spiel. So. Wer möchte, kann es mitspielen. Ein Mini-Quest. Ein Minigame noch. Genau. Danke. Ja, genau, so heißt das in der Tendenz. Danke. Ja, genau. Das ist das, was wir jetzt kultivieren können. Und ja, es ist halt, pass auf. Also, das sind so Spielchen, die ich den ganzen Tag über parallel mitspiele. Eins davon ist, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich bin ein Künstler und ich bin ein Schöngeist und ich bin verliebt in alles, was ich nur schön finden kann. Und wenn da etwas im Bild ist, das ich korrigieren kann, wie zum Beispiel einen Zigarettenstummel, der irgendwo auf dem Weg liegt, dann macht es mir Freude, ihn da weg zu dekorieren. Das ist noch nicht mal irgendwas, was man altruistisch sehen müsste und dass ich da jetzt gerade Umwelt, da brauche ich nicht Greenpeace beizutreten oder sonst irgendwas, sondern das ist meine Welt. Das ist mein Zuhause. Das ist das, was mich umgibt. Das bin ich. Und indem ich einfach alles im Ganzen versuche, so schön um mich herum zu gestalten und so sauber es geht zu halten, so dass ich mich selber darin wohlfühlen kann. Und da ist mir durchaus bewusst, dass andere Leute ganz andere Maßstäbe haben. Aber so schön ich es nur haben kann, gestalte ich es um mich herum. Und das sind Spielchen, die jeder, wo er morgen hingeht, spielen kann. Egal, ob er auf der Arbeit geht oder ob er in den Wald geht. Im Wald kann er die Zigarettenstummel wegmachen oder einen Müllsack mitnehmen. Direkt schon einen Müllsack mitnehmen, wenn er in den Wald geht, wenn er erwartet, dass es da müllig ist. Und der andere geht auf die Arbeit und versucht einfach mal, was denn passiert, wenn ich den Tag bei allem, was ich sonst noch so zu tun habe, unter den Tenor stelle, wie viel Lächeln kann ich in dieses Büro oder in diese Lagerhalle oder wo immer man auch sich da rumtreiben mag, hinzaubern. Wo kann ich vielleicht da sogar etwas schöner gestalten, indem ich irgendein hässliches Bild mal endlich von der Wand nehme und durch ein Lächeln ersetze und ein Smiley dahin male oder sonst irgendwas. Das sind alles solche Kleinigkeiten, die wir den ganzen Tag über tun können, die uns wieder Momente mit Begeisterung bescheren. Wie Gerald Hüther sagt, der Dünger für unser Gehirn. Die Begeisterung ist das, was uns fehlt. Die Begeisterung ist das, was uns fehlt, wenn wir da am Fließband oder wo immer es, da gibt Leute, die haben die geilsten Jobs in den Augen der anderen und langweilen sich da zu Tode, weil sie genau ein solches Spiel nicht spielen. Sie spielen, ich langweile mich zu Tode und nicht, wie bekomme ich das um mich herum alles so schön wie möglich. Und das hilft uns tatsächlich, unsere Gedanken umdenken zu lassen, also ganze Denkweisen umzuprogrammieren, die vollständig neue Gedankengänge überhaupt erst möglich machen.
Ich habe vor 10, 11 Jahren angefangen, ziemlich bewusst solche Spielchen zu spielen, bis mir dann irgendwann das Online-Gaming über den Weg lief, mit dem ich es perfekt erklären konnte. Und da habe ich einige Sachen gefunden, die ich aus purem Egoismus mit jedem um mich herum sehr gerne teile. Vor allen Dingen, wenn ich das teile, dann bekomme ich das immer multiple zurück. Und mein Konto, was das angeht, ist ins Unermessliche gestiegen. Ich kann nicht im Ansatz nennen, wie reich ich bin. Und das ist was, das kann mir noch nicht mal einer nehmen, nicht mal der heftigste Bankencrash. Und deswegen kann mir egal sein, was mit der Erde um mich herum passiert. Ich werde, solange ich kann und es mir möglich ist, dafür sorgen, dass selbst das hässlichste Chaos so schön ist, wie es nur aussehen kann. Das ist ein Spiel. Das ist einfach nur ein Spiel. Das war gerade die Einleitung. Wer es spielen möchte, ist herzlich dazu eingeladen und kann das für lau machen. Ja, bitteschön. So geht das. Das ist der große Unterschied. Das hat mein, wie ich lebe, hat nichts damit zu tun, ob ich seit Jahren ohne festen Wohnsitz bin oder meinen Personalausweis zerschnitten habe oder Kinder habe oder nicht. Sondern der Unterschied liegt in diesen Denkweisen und dass ich solche Spielchen spiele und da gehe ich in jede Situation mit rein und gerade in die heftigen. Weil je spielerischer ich das bewusst handhaben kann, desto mehr verliert die Hölle ihren Schrecken. Also da muss ich sagen, was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich mir einen Stock gebastelt habe, mit einem Nagel dran drum gewickelt und habe Waldstücke mal entmüllt, weil ich so gerne im Wald gehe und mich das immer so gestört hat. Und es war so schön, so befriedigend, wenn ich dann da wieder entlang gefahren bin, gesehen habe, dass das sauber ist. Also es war ein richtig schönes Gefühl. Und vor allen Dingen, was auch vielleicht mal wichtig ist, ist, wenn man mal, selbst schon mit dem Auto fährt, mal auf den Streifen zu gucken, auf den Grünstreifen, wenn sie mal nicht gemäht haben, die Blumen. Wenn man sich mal bedenkt, wie die Erde, die Pflanzen in einer Fülle sich ausbreiten, ohne zu denken, kriege ich jetzt Wasser, kriege ich jetzt nichts, werde ich jetzt gemäht, werde ich nicht gemäht. Die blühen einfach und die geben einfach immer alles. Und die mal zu betrachten und zu gucken, wie schön die Welt eigentlich ist. Ja, oder sich mal nur in den Wald zu setzen und die Stille und oder die Vögel und diesen Geruch. Wenn du mal eine Stunde im Wald sitzt, da ist wirklich alles egal. Da kannst du dir gar nicht vorstellen, dass du dir überhaupt mal über irgendwas Sorgen gemacht hast. Und das ist was Tolles. Und was ich auch mal gemacht habe, durch Inspiration von meiner Tochter, und zwar so Freudekärtchen. Einfach auf der einen Seite für dich, auf der anderen Seite habe ich ihm geschrieben, hab einen schönen Tag, ein schönes Smiley drauf, ist zusammengefaltet und wenn ich immer irgendwo im Laden bin oder so, je nachdem, stecke ich die manchmal in irgendwelche, zu irgendwelchen Waren hin und freue mich dann schon tierisch drauf, wenn nur der Gedanke, das sieht jetzt jemand, macht auf und sagt, hab einen schönen Tag und freut sich, so wie ich mich gefreut habe, wo ich das Kärtchen das erste Mal gesehen habe. Allein das ist schon das Wert, es zu tun, ohne dass ich sehen muss, wer es jetzt nimmt. Ja, danke. Da ist der, danke, da ist dass der, du uns deine Spielerlebnis teilst. Ja. Das ist der Begeisterungsfaktor. Hättest du das jetzt auch kaputt machen können, hättest das Gleiche tun können, dabei aber dich die ganze Zeit über diese Arschlöcher aufregen, die da irgendwie den ganzen Müll die ganze Zeit da liegen lassen, die dir... Ich habe aus dem Grund, weil ich mich früher immer aufgeregt habe drüber, ich habe immer gesagt, oh, sind das Schweinepriester, schon wieder die unterschöne Erde da vermüllen. Dann habe ich irgendwann gedacht, Andrea, anstatt dich immer aufzuregen, räum's doch einfach mal weg. Und dann habe ich das einfach mal getan. Und wenn Leute dann... Jetzt kannst du dankbar sein. Super. Jetzt kannst du den Arschlöchern dankbar sein, dass sie dir die Möglichkeit geben, da deine Meditationen zu machen. Geil, ne? Nur eine Sichtweise. Aufregen. Sonst hat sich nichts geändert. Aufregen bringt's auch nicht. Ich habe für mich schon vor ein paar Jahren bestimmte Worte aus meinem Sprachwortschatz auch komplett gestrichen. Zum Beispiel wenn und aber. Das sind immer so Wörter, die wir verwenden. Für Dinge, die wir vielleicht gerne getan hätten, aber dann doch nicht getan haben. Und wenn ich dann Millionär wäre, dann wisst ihr ja. So, dann habe ich muss, habe ich aus meinem Sprachwortschatz gestrichen.
also das war mit 13 ist mir das erste Mal aufgefallen und da habe ich dann angefangen, das komplett aus meinem Leben rauszunehmen. Kein Wenn und kein Aber, kein Muss, sondern entweder es macht mir Spaß oder es macht mir keinen Spaß und dann lasse ich's. Und das sind so Sachen, wo ich auch an meine Kinder weiterkipp. Und jetzt möchte ich da mal kurz was. Und zwar dadurch, dass ich dann als Teenager angefangen habe, für mich zu ändern und in eine andere Richtung zu gehen, weil ich nicht eingesehen habe, was die Älteren mir da erzählen, hat sich auch mein Umfeld geändert. So, und dann habe ich jetzt über die Jahrzehnte hinweg einen ganz krassen Effekt sogar wahrgenommen. Ich bin die Leute, die dann immer wieder gekommen sind und Energie gezogen haben und ja, aber du musst und das, selbst da, obwohl das sogar Teile meiner Familie sind, ja, ist dann der Kontakt eingeschlafen über die Zeit hinweg. Und wenn sie gekommen sind und versucht haben, wieder ihren Fuß da in meine Tür zu stellen, im übertragenen Sinne, haben sie noch nicht mal mehr die Tür aufgekriegt. Das heißt, ein Stück weit habe ich mir da sogar einen Panzer um mich herum gebildet, ne? Deshalb auch Denk Girl, damit ich einfach mit diesen negativen Energien, die da auf mich einströmen, nichts mehr zu tun habe. Dazu noch was Schönes von mir. Und zwar... Warte, Finn, kurz. Michael, kannst du bitte den Harp Peacekeeper reinholen? Der kommt auch nicht rein. Ja, ich habe ihm schon gesagt. Kommt er in Warten? In Warten kommen ja alle rein, kommt jeder rein. Man muss nur wissen, wie. Jeder User hat geklärt gekriegt, wie man hier reinkommt. Und wenn wir jedes Mal hoch und runter rollen, wie wollen wir das machen, wenn nur 50 User mehr hier im Ding sind? Wie das hier funktioniert, weiß jeder. Wer in den Warteraum reinkommt, wird reingezogen. Ich hole den jetzt gerne mal runter, aber ich habe ihm gerade geschrieben, dass er in den Wartebereich vom Skype-Phone kommt und dann ziehe ich ihn rein. Ich habe gerade versucht, ihn da reinzuziehen, persönlich, und bekomme im Chat gesagt, Ihnen wurden die Rechte bewegen im Zuhören verweigert. Zweimal. Ja, natürlich, weil in Zuhören kannst du ja, das ist ein eigener Wille, ne? Das heißt, er muss dann auch schon in Warten und aus dem Warten, da kannst du auch wieder rein, oder kannst du auch zu dir ziehen. Alles klar. Deswegen steht ja das Skype-Phone da. Alles klar. Ich versuche mal den Weg zu zeigen. Ich mache schon. Ja, und zwar, Moment, hol mal den noch dazu. So, und zwar mit den negativen Energien, da hat mir mal eine sehr schöne Frau ein sehr schönes Beispiel gegeben, wie ich mich komplett für immer von allen negativen Einflüssen frei fühlen konnte. Und zwar, statt zu glauben, dass Menschen mir Energie nehmen können, was wir denken, weil wir uns dann, wenn uns diese Person begegnen, wir uns ausgelaugt und Energie anfühlen, dass wir stattdessen das so betrachten. Wir sind alle mit irgendwas verbunden. Man könnte es die Quelle nennen, man könnte es Gott nennen. Auf jeden Fall, von irgendwoher kommt unsere ganze Energie. Und wir sind alle damit individuell verbunden. Und das ist auch wirklich unsere einzige Energiequelle. Es gibt sonst nichts anderes. Wir können von nichts anderem irgendwas wegnehmen oder sonst was. Sondern wir sind mit der Quelle verbunden und von da haben wir unsere Energie. Und was dann passiert? Wenn uns diese Personen begegnen, die, sagen wir, Energievampir, ja, das ist so die krasseste Form, die man sich vorstellen kann, dass der quasi davon lebt, so. Und dass er sich an Energie in anderer Bereich hat. Und zwar, dass diese Person Dinge tut oder Dinge sagt, die bei uns Gedanken auslösen. Wirklich, das ist der springende Punkt, dass wirklich nicht Energie genommen wird von uns, sondern dass wir dann Gedanken denken, die uns diese Verbindung zu der Quelle, diese Verbindung zu der Energie, zu der Inspiration, die wir da bekommen von irgendwoher, dass diese Gedanken das einfach blockieren, einfach, dass sie da wie so eine Wolke davor schweben und dass wir einfach diese Energie, diese Verbindung gar nicht mehr spüren, wegen diesen Gedanken, die wir dann denken, diese Interpretation, die wir dann von uns selbst und von der Situation machen. Aber wenn wir dieses nicht machen würden, wenn wir einfach bei unserer Interpretation, die wir von uns selbst und von dem Leben haben möchten, bleiben, egal wer uns begegnet und egal welches Handeln er tut, immer bei der höchsten Interpretation, die uns für uns möglich ist, bleiben, dann kann der noch so viel Scheiße labern vor uns und kann noch so viel versuchen, unsere Energie irgendwie anzuzapfen, er kann uns einfach nichts anhaben, weil es in unserer Hand liegt, ob wir jetzt dadurch, dass er da irgendwas tut, Gedanken denken, die uns von der Quelle der Energie trennen, die uns in ein negatives Gefühl quasi zieht. Oder ob wir einfach sagen, okay,
das ist seine Welt, er sagt jetzt diese Dinge. Also im Endeffekt ist ja alles, was passiert, sowieso neutral, es passiert einfach. Der Stein fällt runter und das ist es weder gut noch schlecht und es ist weder positiv noch negativ. Und der tut halt da jetzt irgendwas sagen und irgendwas tun. Und im Endeffekt ist es an uns zu interpretieren, ob wir uns dadurch jetzt schlechter fühlen oder ob wir uns dadurch ausgesaugt fühlen. Und oder ob wir jetzt einfach bei uns sind und uns unserer inneren Wahrheit bewusst sind und unserer Programmierung bewusst sind und das und unseres Spiels bewusst sind, das wir spielen möchten. So. Und, Alter, wie geil ist das denn? Kannst du da bitte ein Video zu machen und auf YouTube hochladen? Echt, im Ernst? Das ist ja wohl hammergeil. Auf der einen Seite hast du schon also recht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es auch schon anders passiert, wo ich tatsächlich positive Gedanken hatte, ja, und eigentlich ein gutes Gefühl hatte, und irgendwie ging es mir immer schlechter und schlechter und schlechter, und ich konnte es mir gar nicht vorstellen, bis dann ich durch Hilfe von außen eben das mitgekriegt habe, was da passiert ist, und das dann gelöst wurde, aber nicht von mir. Also ich konnte das dann selber nicht mehr. Das, was ich jetzt da gemeint hatte mit dem Energieziehen, war eher auf Fässer ohne Boden, schwarze Löcher, bei denen wirklich überhaupt nichts Konstruktives dabei rumkommt. Ja, also das hat auch irgendwie gar nichts so mit dir zu tun, sondern das hat sich jetzt einfach total gut daraus ergeben. Ja, ja, alles gut. Verstehst du, ich gehe mit dir mit grundsätzlich. Grundsätzlich gehe ich mit dir mit. Nur das, was ich versucht habe auszudrücken, waren eben diese Fässer ohne Boden und diese schwarzen Löcher, die es da gibt. Ja, aber ey, guck mal ganz genau hin, was wir hier haben. Du hast ein Bild Entschuldigung, was war jetzt das gemeinsame Stichwort, was wir hatten für ein Hilf mir? Energievampirismus, Energievampir. Ja, du und du hast das mit den Fässern und wir haben, ne, du hast dieses Bild, du hast ein Bild, das eher noch ein hässliches Bild ist. Und Finn erzählt von einem Bild mit dem gleichen Motiv, das viel sonniger scheint. Da siehst du, das passiert nicht zufällig und das sind genau diese Dinger, wo hier Kreise sich schließen, wenn wir genau hinhören. Egal wer was, ja? Nee. Er bietet dir gerade die Möglichkeit, dein Bild umzumalen. Das muss jetzt bloß, weil ich das sehe, nicht bedeuten, dass du das gerade kannst, aber an solchen Situationen können wir erkennen, hier lohnt es sich auf jeden Fall hinzugucken, weil das ist die gleiche Farbe, das ist quasi, es geht ums gleiche Thema. Und das Thema ist für mich was, also so habe ich das festgestellt, wenn ich mit bestimmten Themen Probleme hatte und nicht locker damit umgehen konnte und immer noch sehr leicht mich irgendwie hab emotional kompromittieren lassen, wusste ich, dass es Sinn macht, mir gerade diese Sachen, die ich vor allen Dingen gerade nicht hören will, auch anzuhören, obwohl sie völlig konträr zu meiner eigenen Meinung waren, aber das war eben immer das Bewusstseinserweiternde am Ende, wo ich dann halt gemerkt habe, so funktioniert das mit den Sichtweisen Veränderungen, wenn mir das Bild, was ich sehe, nicht gefällt und ich immer nur Scheiße sehe, in der Lage zu sein, durch die Inspiration und die Interaktion mit meinen Mitmenschen, denen ich auf einmal allen was abgewinnen konnte, weil sie mich alle dazu inspirieren konnten, im Nachhinein beobachtet, das Bild zu verschönern. Selbst die Polizei, von der ich irgendwann erkannt habe, dass sie tatsächlich doch meine Freunde und Helfer sind, weil egal was sie getan haben, mein Bild war danach immer schöner. Und da sind mir halt auch die Augen aufgegangen, wo ich dann, ne, und dann waren das solche Situationen, wie ich sie gerade einfach gesehen habe. Vielleicht habe ich sie nur gesehen, damit ich das gerade erzählen kann. Aber wo zwei Leute quasi von der gleichen Sache reden, vom gleichen Bild reden und dann aber du quasi die leeren Fässer darin siehst und der, ne, und das mit den Energie ziehen. Das ist der Punkt, ihr redet. Ihr zwei redet gerade von was anderem als ich. Das, was ich meine, ja, da ist kein Bild. Aber nicht wirklich. Da war vielleicht das mittlere Fass ein falscher Ausdruck oder ein Nichts. Ich rede vom Nichts.
Ich weiß, was du meinst. Du meinst, wenn man etwas gibt und quasi nichts so ankommt und auch nichts zurückkommt. Dann kommst du in den Boden, schon klar. Aber halt eben eine mangelbehaftete Sichtweise. Und der Film sagt eine füllebehaftete Sichtweise der gleichen Sachen. Das ist das, was mir gerade aufgefallen war. Nämlich, nennen wir es Energiefluss. Neutral. Weder positiv noch negativ behaftet. Um das geht es gerade. Und du siehst da ein Loch. Und genau deswegen siehst du die Dinge so, wie du sie siehst. Und wenn du da eine andere Sichtweise zu bekommst, die du einloggen kannst, wirst du etwas anderes sehen. Eher, wenn jetzt du dich davon Film inspirieren lässt. Genau so wie er, wie ihr. Dem, was ihr gerade redet, sehe ich es genauso wie ihr. Das, was ich meine, oder was ich versucht habe anzusprechen mit der negativen Energie, das ist das Nichts, wo wirklich nichts ist, klar, nichts ist schwer vorstellbar, ne? Ein Nichts, im Nichts existiert noch nicht mal das Vakuumenergie aus quantenphysikalischer Sicht gesehen. Ein Nichts, nichts. Da kann kein Mensch existieren. Im Normalfall. Ja, und doch gibt es Menschen, die in diesem Nichts drin schweben. Moment, bitte, dass ihr mich versteht. Und doch gibt es Menschen, die in diesem Nichts drin schweben und alles außen herum. Entweder, ja, entweder machen sie es alles oder sie tun alles, bügeln. Oh, ich weiß es natürlich. Nichts halt. Weiß nicht, wie ich es sagen soll. Mal gucken, vielleicht kommt es noch bei dem Gespräch. Also ja, ich lebe auch aus dem Nichts heraus. Ja, ich nämlich auch. Deswegen das ist für auch mich der anderes Raum, Nicht. Alles es gibt nur ein Nichts, es gibt nicht zwei Nichts. Ja, es gibt zwei Sichtweisen, nämlich die mangelbehaftete und die füllebehaftete. Also aus dem Nichts heraus leben. Nichts ist nichts, da ist nichts. Vielleicht kann ich es mathematisch. Ja. Im Nichts ist nichts, da liegt nichts. Na, das kann aufhängen. Also das wird nicht. Das hast du doch das Maximum an Möglichkeiten verstellt. Ja. Also das, da habe ich auch eine sehr schöne Perspektive von einer Person, die ich hier gerne mit einbringe. Und zwar, ich habe echt so die ganze Welt, so wie sie entstanden ist und so. Und dann kam es an den Punkt, dass es halt am Anfang ein Nichts gab. So. Und da habe ich gar nicht verstanden, wie aus dem Nichts dann, also aus überhaupt gar nichts, irgendwas entstehen sollte. So. Und dann hat die Person einfach gemeint, ja, im Nichts, da gibt es gar nichts. Keine Regeln, keine Einschränkungen, gar nichts. Also wenn es auch keine Einschränkungen gibt, dann ist auch gleichzeitig alles möglich. Und deswegen kann auf einmal was existieren. So, obwohl eigentlich das Nichts ursprünglich da war. Ich weiß nicht, ob das als Brücke helfen kann. So. Aber allein dadurch, dass es keine Regeln gibt, dass es dadurch eben entstehen kann. Du sprichst alles, was von Quantenvakuum physikalisch gesehen. Ist das das Quantenvakuum? Aber der Vakuumzerfall. Ich spreche vom Vakuumzerfall. Bevor ihr euch jetzt zerfleischt, lasst uns mal eine Musikpause machen, bitte. Nein, ich weiß auch nicht, wie ich es anders erklären soll. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber da sind die zwei Welten von Hey Anna, ne? Da haben wir sie. Spiel das mal. Beides nur ein Gefühl voneinander entfernt. Wenn man die Tür einmal gefunden hat, dann ist nicht zu fassen, dass wir sie nie gesehen haben. So offensichtlich ein Schollentor direkt vor der Nase. Bauchi, welches Lied soll ich spielen? Spiel Hey Anna. Bist du unnervös, Bauchi?